Willkommen zu Recenter Live am 26. März 2024. Mein Name ist Alexander Benesch und wir sind auf Sendung für rund zwei Stunden. Ähm, Sie haben es vielleicht mitbekommen in den Nachrichten, ähm, die Sache mit ähm, ja, dem absoluten Popkultur-Meltdown. Ähm, das Ganze ist wie so der, der Jeffrey-Epstein-Skandal äh, halt in, in der Musikbranche. Ja? Also das... Ähm, Geht jetzt halt durch Social Media rauf und runter. Ähm, es geht jetzt primär um, um diesen Rapper, P. Diddy, Puff Daddy, hatte ja verschiedene Namen und so weiter. Aber das Ganze ist jetzt halt so ein so ein richtiges Spinnennetz geworden. Äh, und äh, also Diddy ist es, glaube ich, dann ins Ausland geflüchtet, in seinem Privatjet. Und ähm, alle möglichen, es gab eine Razzia und alle möglichen anderen äh, prominenten Figuren, ja, Sänger, Comedians und so. Also gerade so die Afroamerikaner. Ähm, die fürchten sich jetzt alle, dass ihre Karrieren vorbei sind und dass sie halt dann, ja, ähm, yeah, dass sie halt dann strafrechtliche Konsequenzen haben und, und dass ihr Leben vorbei ist. Also das ist, ähm, das ist also, das ist ähnlich wie Jeffrey Epstein anscheinend. So, so äh, sieht das halt irgendwie aus. Äh, und ähm, diese ganze Methodik habe ich ja schon mal erklärt in einer letzten Sendung in vor, einer, vor ein paar Monaten. Also ging es halt um Rammstein und halt die Musikindustrie und so weiter. Ja, sobald also es gab immer die Gerüchte um Rammstein. Äh, und sobald dann der Ukraine-Krieg begann und die Band dann so ein Statement veröffentlicht hatte, ähm, ein Statement zugunsten der Ukraine, dann wurden auf einmal diese Sexvorwürfe halt öffentlich äh, gegen den Sänger von Rammstein, aber nicht nur. Und ich habe mir da eben dann erklärt, äh, wie das Ganze halt dann gelaufen ist seit Jahrzehnten und so. Ähm, und ja, jetzt haben wir das halt eben auch in der, also der Af afroamerikaner Rap-Szene in Amerika. Ähm, und wir haben das tatsächlich in allen anderen Bereichen auch. Also auch wenn es um politische Influencer geht, irgendwelche Stars geht. Äh, Mainstream, aber jetzt auch kontroversere Figuren. Ja, also das ist, wie gesagt, diese P. Diddy-Vorwürfe geht es halt um. Äh, also die Vorwürfe drehen sich um illegalen Sex mit Minderjährigen und äh, mögliche Attentate, also es wird dann alles hier gemutmaßt hier im Netz, ja. P. Diddy hätte seine Frau ermordet. Oder seine Ex-Frau. Ähm, hätte von einem anderen bekannten Rapper das Auto in die Luft sprengen lassen. Er hätte den Notorious B.I.G. umgelegt, der, ja, einer der größten Rapper aller Zeiten. Äh, dann gibt es auch immer die Vorwürfe oder immer diese latenten Vorwürfe, P. Diddy hätte auch Tupac ermorden lassen. Ich glaube sogar Eminem, also. Der bekannteste weiße Rapper aller Zeiten, Eminem, hat das ja auch immer wieder geteased in seinen Songs und gesagt: Ja, ähm, äh, das Attentat auf äh, Tupac, das geht auf Diddy zurück. Und dann am Ende vom Song heißt es: Ja, ja, ich mache ja nur Spaß. Ne? Äh, also total crazy. Und ähm, Vorwürfe gegen den Comedian Kevin Hart. Das ist ja auch so absoluter Darling, Megastar. Ja, Kevin Hart, ganz komische Sachen. Asher war eher so das Opfer. Von der ganzen Maschinerie heißt es. Und dann geht es halt so weiter. Ja, und dann hat dann irgendwie so dieser eine, dieser eine schwarze Comedian, Ken Williams, hat dann in so einem Interview schon gesagt, ja, die sind alle schmutzig. Und er meinte halt eben dann auch so, dass das mit Kevin Hart in seiner Comedy-Karriere geht, nicht mit rechten Dingen zu. Der hatte halt extreme Gönner und extreme Förderer. So, und jetzt, äh, Jetzt ist es dann so, die, äh, die, die großen politischen Influencer, also die Politstars, ähm, gab es ja auch einige, äh, gab's auch einige Sachen, die dann ans Tageslicht kamen in den letzten Jahren. Äh, und dann hat man es in den letzten vielleicht so zehn Jahren gesehen, so die ähm, absolute Berühmtheit von so kontroverseren politischen Influencern. Also klassische Verschwörungsmedien, Pro-Russland, alles dabei. Da wurden manche halt eben dann auch zu Superstars und auch da gibt es halt eben dann Krasseste Verdachtsmomente. Äh, also ich weiß noch, wo dann, wo Alex Jones aus Texas, wo der in der Sendung mal gemeint hat. Ja, er wird regelmäßig, ähm, er wurde regelmäßig immer zu diesen Partys eingeladen und da laufen dann diese, diese fünf Sterne-Escort-Damen rum. Ja, und servieren halt irgendwie Drinks und sind halt einfach da und so. Äh, und, und die mächtigen Leute, die dann Alex Jones halt einladen, die labern dann mit ihm, hat er immer gemeint, und sagen ihm immer, hey, komm noch. Komm doch auf unsere Seite, dann hast du mehr Spaß. Hey, Leute da draußen sind Deppen, die Leute da draußen sind, sind mies und du weißt, dass die, dass die dumm sind und beeinflussbar sind. Also komm doch auf unsere Seite. Und Jones meint, meinte immer, ja, er hätte diese Angebote abgelehnt. Und dann wurde er halt richtig krass berühmt. Äh, ja, und dann kam raus äh, irgendwie äh, Ehehölle mit der ersten Frau. Äh, manipulierter Sorgerechtsprozess. Also, Jones hatte da irgendwie so die Connection, ne? Und dann konnte Jones halt irgendwie die meisten Kinder behalten. Ähm und kam lange Zeit mit allem Möglichen davon, bis halt zu dieser Sandy Hook-Nummer. Also, wo er halt dann so gesagt hat: Ja, Sandy Hook, die Schießerei war eine Verschwörung. Die Eltern sind fake, die, die Kinder sind gar nicht erschossen worden. Ist alles fake und so. Und dann bekam er richtig eins auf, auf den Deckel. Äh, gibt es auch so einen aktuellen Doku Dokufilm jetzt irgendwie im Fernsehen in Amerika äh, demnächst werde ich den mir auch angucken können und dann kann ich da mal was zu sagen ähm, ich meine ich kenne den Falle eh in und auswendig schon ein paar mal was dazu gemacht also das geht halt durch die Bank weg ja das ist seit äh, seit ja, die unzähligen Jahrzehnten ist das halt so aber die meisten denken immer das ist nur mit irgendwelchen anderen Leuten so ja also als, als Bill Cosby erwischt wurde ja Mega Bill Cosby als der erwischt wurde ja, da haben dann so die, so die Afroamerikaner immer gemeint, na das ist eine Kampagne, das ist das ist, die wollen den nur kaputt machen, das sind so, das ist so die weiße die weiße Verschwörung, die, die versuchte halt irgendwie Bill Cosby schlecht zu reden und dann ja kam halt immer mehr und mehr an Informationen raus, ey. Äh, Michael Jackson hieß es auch so, ah wie kann man nur so eine Ikone irgendwie fertig machen und Bla Bla Bla, ja, aber dann halt Jimmy Savile, ja Jimmy Savile, das war so der der Thomas Gottschalk. Äh, also wie so eine Mischung aus äh, Thomas Gottschalk und, und Stefan Raab in Britannien, aber halt nur so in richtig satanisch. Ja, ganze Jimmy Savile-Skandal. Äh, der Typ hatte ja halt auch die Connection zu den Royals. Dann wurde der erwischt und hat man jemand gesehen: Nee, das ist nicht einfach nur so eine Kampagne gegen irgendwelche Afroamerikaner, nee, das, ist, das sind alle möglichen Leute, die berühmt sind. Ja. Äh, und dann halt die Wein und dann Weinstein und dann Epstein und so und so weiter und jetzt ja und dann halt eben so diese diese komischen Truther Verschwörungsinfluencer oder jetzt halt auch so ähm, also andere Figuren also du weißt immer du, du weißt natürlich auch nicht bei deinem Nachbarn ob der ein heimlicher Serienkiller ist also das ist halt leider das ist halt leider so in der in der Gesellschaft ähm, in diesen riesigen Gesellschaften Leute können natürlich alles mögliche verbergen auch Prominente äh, denkt man ja häufig die sind ja die ganze Zeit irgendwie auf Sendung oder die, da sind die ganze Zeit Leute um die rum und du hast dann diese Partys und oftmals sind Leute an denen schon näher dran aber die merken gar nicht was da eigentlich alles abgelaufen ist ja oder haben wir so Gerüchte gehört und die sind jenes und so äh, klar können Leute das verbergen aber alle möglichen berühmten Leute sind Suspekt ja auch so Figuren wie auch so Figuren wie Alex Jones der jetzt halt irgendwie auch wieder diesen den größten Russen-TV-Mann äh, Russen da in der Sendung hatte, diesen Solovyov. Also ähm, habe ich hier auch den, ähm, hier auch was in meinen Notizen dazu. Also der, der größte, wie gesagt, der, der größte kreml äh, ist dann so in der Sendung, ja, und dann sagen so, oh, Amerika alles schlecht ne, und, und die Russen retten uns vor den Windmühlen von Zion. Was glauben die Leute, wie dieser Solovyov privat abgeht? Ich meine, da kommen wir wahrscheinlich nie an Informationen ran, weil das ja alles total abgeschirmt ist. Und jeder, der da irgendwie investigative Medien macht in Russland, der steht mit einem Bein im Grab. Ähm, oder wenn Leute selbst nur ein bisschen Aktivismus machen, ja, die meisten Aktivisten in Russland, die wollen ja gar nicht mal den großen Systemsturz. Die wollen ja gar nicht irgendwie hier alles umwerfen und so und sich mit den mächtigsten anlegen, sondern die meisten Aktivisten in Russland, die wollen dann einfach ein bisschen Verbesserung hier und mal weniger Korruption da, weißt du, dass halt einfach alles ein bisschen mal besser wird und stabiler wird, aber auch diese Dissidenten werden komplett fertig gemacht und landen auch in der Psychiatrie. Habe ich ja letztens auch in der Sendung gemacht mit äh, Jeff Nyquist. Also da, wenn du irgendjemandem dumm kommst in dem russischen Apparat, ja, dann kommen die Poliz kommt die Polizei und bringt dich in die geschlossene Psychiatrie. Ähm, so, äh, also, äh, äh, würdest du Solovjov trauen? Würdest du auf deine Kind, de dem deine Kinder anvertrauen? Würdest du, ähm, würdest du meinen, der benimmt sich? Im Privatbereich. Ja. Oder würdest du denken, der ist so eine Art Caligula im, in seinem, seinem Privatleben. Oder die anderen, diese anderen Kreml-Latten. Ja, so diese, diese komischen Zombies da in ihren, diese Ghouls in ihren Business-Anzügen, die dann irgendwo im Ausland geschneidert, maßgeschneidert wurden oder so. Ähm, die dann halt so im Fernsehen auftreten und sagen, ja, wir retten die Welt vor der, was ich, vor der irgendwie großen Verschwörung und so. Ja, und in Russland sei christlich und so. Was glauben die da Leute da draußen, wie die Russen abgehen? Mit ihrer Feiermeierei. Ja, oder, oder Putin. Was, was glauben die Leute, wie Putin abgeht in seinem Privatbereich? Ja, mal abgesehen von dem ganzen okkultistischen Zeug, was da drüben auch noch abgeht. Äh, also, Jones. Äh, Alex Jones, totaler Verrückter, hat ein Millionenpublikum, wer weiß, was der sonst noch treibt. Also, was wir jetzt sehen oder gesehen haben in den letzten Jahren, ist also die Spitze vom Eisberg. Ähm, und ja ähm, auch so, so ultra Christen Influencer wie dieser äh, wie heißt der Kenneth Copeland das ist so ein ein gieriger gruseliger Ghoul ja suchen Sie mal auf Social Media irgendwie nach diesem Copeland also der macht halt so nicht nur diese krasse Bühnenshow von wegen oh der Geist und der Spirit und ha ah, hm, sondern der der ist der ähnelt Alex Jones dass er halt dann plötzlich sich so wie so, ein, wie so ein Dämon spricht, ja, und, und will dann halt so super intens sein. Was glauben die Leute, wie der drauf ist? Privat. Ja. Also das heißt, du hast dann so jemanden wie so, 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 so einen Verrückten wie Copeland und der ihn beeinflusst dann Alex Jones, ja, und Alex Jones ist auch komplett verrückt. Äh, konntest du ja lange genug verbergen, ne? Und dann äh, kopiert halt der eine verrückte den anderen verrückten. Und dann lädt der verrückte Jones den verrückten Solofjoch von den Russen ein in die Sendung. Ja, und vergackeiern dann so das Publikum da draußen. Also so ist halt einfach diese Internetwelt, ähm, ja, diese, Internet diese Medienwelt gestreckt. Weil die, die alle möglichen Kreise, irgendwelche richtig finsteren amerikanischen Kreise, also Leute, die gehen zurück auf... Den, den britisch-deutschen Hochadel, Welfen Bettina, Reginare, so die absoluten eigentlichen Illuminati, ja. Schlösser, Mysterienkulte, Psychopathen, ja, Profi-Imperialisten, ähm, profi, profi Das heißt, diese amerikanische Strömung ist unglaublich gefährlich. Ähm, und ähm, hat also mit der Republik nichts zu tun, mit Kapitalismus nichts zu tun. Und ähm, diese gefährlichen Amerikaner, genauso wie die gefährlichen Russen, diese Kreise versuchen halt dann in der Popkultur äh, Stars aufzubauen, Franchises aufzubauen und dann werden politische Botschaften natürlich damit reingemischt oder halt, was ich äh, Taylor Swift oder wer auch immer macht dann Werbung für die Democrats und, ähm, und, und auf der anderen Seite hast du dann halt so äh, äh, dann diese Influencer-Stars, die politischen Stars. Also Berufspolitiker, wie war das denn mit Donald Trump und dem Studio 54 und den ganzen Sexpartys ähm ich sag, wir wissen nicht, also es gab da halt eben so ein paar Sachen, die dann halt so ans Tageslicht kamen über Donald Trump mit, wegen einer Sache wurde er ja so verurteilt ähm, anderes wurde dann so gemunkelt und so, wer weiß, wie, wie groß der Eisberg da unter im Wasser noch ist ja, Donald Trump Studio 54 ähm also, Berufspolitiker wie Trump oder irgendwelche Democrats, ja. Ähm, oder halt eben dann auch so diese, ähm, diese politischen Influencer wie Alex Jones. Da werden Stars aufgebaut, weil man weiß, dass dann, dass dann diese Stars, also alle Stars so zusammengenommen, die kriegen 99% von der Aufmerksamkeit. Also, so grob kannst du es formulieren: Die großen Stars kriegen fast die gesamte Aufmerksamkeit. Dann gibt's noch so ein paar, äh, dann gibt's halt noch so ein paar, äh, so ein paar Leute, die selber was auf die Reihe kriegen. Ähm, und ansonsten hast du halt dann so, ähm, ja, dann hast du noch so ein paar Blender da draußen. Und ansonsten halt so die winzigen Influencer, die halt oder einfach Leute, die nichts Bedeutendes machen. Ja, das heißt, äh, das bringt dich dann auch überhaupt nicht weiter, wenn du jetzt halt irgendwie den Podcast hörst oder den den Ex-Twitter-Account folgst oder was auch immer. Das heißt, die Stars kriegen fast die gesamte Aufmerksamkeit. Weil wenn du da halt das Geld reinballerst, ja, auch so in Leute wie Jordan Peterson, habe ich ja letztens eine Sendung dazu gemacht, ähm, Jordan Peterson liefert den Leuten halt so aufgewärmtes Freimaurertum, so die antiken Mysterienkulte von Karl äh, Gustav Jung. Ähm, die hatten da auch massive Sexrituale mit Carl Gustav Jung. Diesen komischen Typen. Und, ähm. Ja, und irgendwann hat halt dann Carl Gustav Jung gemerkt, wie finster das eigentlich da draußen ist. Also diese ganzen okkulten, mächtigen Kreise und so, wie gefährlich das alles ist. Und dann wollte halt Jung halt so, ein, so eine Rolle rückwärts machen, ne? Ja. Und Jordan Peterson wurde halt dann auch so zum Star aufgebaut. Und der Typ ist einfach nur strange. Der Typ ist nur komisch. Ähm, wer weiß, was der alles noch treibt, ne? Ja. Das ist so die Situation. Ich hatte das ja erklärt mit diesem die ist eine Buch besprochen Weird Scenes Inside the Canyon also da ging es um dieses, uh, diesen Laurel Canyon in in, uh, in Kalifornien also da waren dann so die ganzen Popstars Rockstars also gerade in den 60ern diese LSD Bands größten Bands dann der Welt Hippie Movement und so und die Bands die hatten alle eine Verbindung zu halt so CIA Militärkreisen alle haben dann rumgemacht so mit Minderjährigen Mädels äh, massive Drogen und sehr viel Okkultismus und du musstest da auserwählt werden. Für, diese, für diesen Posten. Ja, dass du dann berühmt werden konntest. Ja, und dann hatten halt die Studios ihre Musikprofis, die haben die ganzen Hitsongs geschrieben. Und so machte man die Stars. Und die bekamen alle Aufmerksamkeit. Und wenn du irgendeine kleine Band irgendwo hattest, ja, das, 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 hat, das ist niemandem aufgefallen. Also und deswegen ist halt alles so kaputt und deswegen ist alles so verranzt. Ja, normalerweise Popkultur oder jetzt so. Politische Influencer, das ist ja meistens immer für die für die Menschen da draußen so eine Flucht aus, aus diesem Elend mental, ja. Das heißt, wie so Escapism. Also du willst halt in einer Popkultur so die Heldenstories, also von den Musikern selber, die waren battlearm und wurden dann Stars und sie sind irgendwie rebellisch gegen das System, ja. Oder so Filme wie Star Wars. Ich meine, äh, George Lucas war eigentlich ein Vollkommunist, der irgendwie dachte, in der Sowjetunion geht es dir besser. Ähm und, ähm, ja, und das, die Leute verlassen sich halt dann da irgendwie so ein bisschen drauf, ja? dass, dass halt da so diese guten Kräfte da existieren würden. Letztens sehe ich so auf Social Media irgendeinen so Typen, der dann so erklärt: Ja, er war so ein aufstrebender Star in der halt so Social Media Comedy-Sphäre. Also halt so Memes und Vines. Und dann gab es halt so eine junge Truppe, die haben das halt aus eigener Kraft dann gemacht. Die haben gepostet, wie die Blöden, sind, halt so Schios und Latschen gekippt vor Erschöpfung bekamen dann so die Aufmerksamkeit und haben dann wie so eine Art neues Genre geschaffen oder so eine Trendwelle geschaffen. Ja und dann wurden sie eingeladen irgendwie in Laurel Canyon meinte er und, und äh, äh, wenn du halt dann diese bestimmten Partys warst, wenn du halt diese Partys damit gemacht hast ähm, und wenn du dann bestimmte Sachen gemacht hast, dann bekamst du diese Empfehlungen und dann kamen da große Karrieren bei raus. Da gab es dann so die neuen Stars. Also man passt es immer wieder an. Du hattest also die 60er Jahre Rockbands, total gesteuert. Äh, dann halt so in den 90ern hattest du so diesen, diesen Glam-Hip-Hop. Ja. P. Diddy, die teuren Videos haben so eine Million Dollar ausgegeben für so ein Musikvideo. Alles gedreht wie so ein Kinofilm, perfekte Beleuchtung und so. Ähm, ja, und fahren dann ihre Bentley-Autos und so und das zeigen halt auch. Äh, ja, zeigen halt so diese Statussymbole. Diesen, dies, also auch Gangster-Rap vorher schon in den 80ern, das war auch schon unter Kontrolle, dann halt so der Glam Hip-Hop, alles unter Kontrolle. Äh, so in den 90ern und dann auch in den 2000ern. Also viele Stars, die da kamen, sind jetzt auch unter Verdacht, dass sie da irgendwie mit drin hängen. Ähm. Und, und ja, und dann halt alles andere, was es halt sonst noch gab. Online-Stars, neue Popstars, Influencer, Verschwörungsinfluencer. Die sind dann halt irgendwie da auch mit drin, anscheinend. Also immer schön vorsichtig, meine, meine Damen und Herren da draußen. Ähm, ja, wenn halt irgendwas berühmt ist oder wenn irgendwas so trendy ist, das ist eigentlich immer äußerst, äußerst heikel. Okay, ähm, hier interessanter Hinweis: und zwar, ähm, und zwar finden Sie jetzt meine E-Books als, äh, also meine Bücher als Kindle-E-Books auf Amazon. Äh, und zwar nicht nur die und zwar nicht nur die Deutschen, sondern auch meine Englischen. Ich blende Ihnen das hier einfach mal, ähm, blende Ihnen das mal einfach hier schnell ein. Also hier sehen Sie dann gleich, ähm, hier sehen Sie so die Übersicht. Also hier sehen Sie so die Übersicht. Das ist einfach hier Amazon, äh, der Amazon Kindle Shop. Und da sind die ganzen Dinge aufgeführt. Ähm, es sind noch nicht alle freigeschaltet. Ich glaube, es fehlt noch ein oder zwei. Man schickt die ab und dann guckt der Amazon halt irgendwie drauf. Ähm, ich glaub, es, fast das Einzige, was noch fehlt, ist Royal Cryptocracy. Hier eins meiner englischen Bücher. Das dauert irgendwie ungewöhnlich lang, bis das freigeschaltet ist. Ähm. Also finden dann hier die ganzen Sachen auch in den neuesten Versionen. Also das heißt auch die, wenn Sie bei uns im Recenter Shop die die Print-Versionen kaufen und die Audio, also von die printversionen versionen das sind auch die neuesten Versionen davon. Also erweitert, upgedatet. Ja. Ähm, also hier zum Beispiel haben wir das Böse entschlüsselt, wissenschaftliche Strategien für eine moralische Welt. Das ist die neue Version von 2024. Genauso können Sie die neue Version kaufen als Print hier bei uns im Shop. Wissenschaftliche Strategien für eine moralische Welt. Ähm, Gibt es auch mal diese Leseproben hier? Also, man kann da tatsächlich äh, dann doch einige Seiten hier erstmal anlesen, bevor man sich da entscheidet, das Buch zu kaufen. Ähm, also, das finden Sie hier. Äh, Gibt es auch als englische Version, als, ähm, als Kindle. Evil Decoded. Dann hier, denke wie ein Geheimdienstler Masterclass. Deutschland im dritten Weltkrieg, der geführte ausländische Geheimdienste im dritten Reich, der geheimdienstliche Einfluss auf Verschwörungsmedien. Hier haben wir ein englisches Buch, Real Anti-Communism and the Third World War. Das gibt es auch als Paperback im amerikanischen Raum. Das ist nämlich ganz witzig, wenn du halt irgend so ein E-Book da drin hast, ähm, dann kannst du da auch eine Papierversion anbieten für die Amerikaner oder generell weltweit. Und das Ding wird dann gedruckt von Amazon selber. Als Paperback. Ja, und äh, irgendjemand hat dann so auf Twitter oder X eben dann so ein Foto, ge Foto gezeigt, hey, hier ist mein Paperback von dem Buch. Und äh, ich habe dann so drunter kommentiert, das ist tatsächlich so die allererste Printausgabe hier, die jemand in der Hand hat, hier von dem englischen Buch von mir. Also, Real Anti-Communism and the Third World War, das entspricht weitestgehend dem äh, deutschen Buch, dem neuen Deutschland im Dritten Weltkrieg. Äh, dann hier das Handbuch der legitimen Macht. Evil Decoded, Scientific Strategies for a Moral World, die englische Fassung. Dann hier die neue Version von Covid und die Zukunft der Biosicherheit. Das ist wirklich ein extrem spannendes Buch, ging eigentlich so ein bisschen unter. Ähm, aber da geht es jetzt halt nicht nur um den unglaublich interessanten Hintergrund hinter der Covid-Pandemie, sondern eben dann auch äh, die generelle Bedrohungslage, also was es da alles gibt, die krassen, äh, krasse Biowaffenforschung, die Zustände in Labors, was die Technik mittlerweile kann, wie gut oder schlecht die Länder darauf vorbereitet sind. Also unglaublich spannend, das Buch hier, Covid und die Zukunft der Biosicherheit. Äh, dann das Kartell der Supermächte, Band 8, Bundesrepublik. Äh, hier dann die Geheimnisse der Supermächte, Band 3, Rule Britannia. Das bekam also ein neues Cover und einen neuen Titel. Ähm, weil ich denke, das ist, dann geht es halt hauptsächlich um das britische Empire und wie das halt heute noch weiter existiert. Also da, ähm, da hat sich dann auch da hat sich dann auch einiges getan hier in dem Buch. Da so kamen mehr Sachen dazu. Ähm, hier Großbritannien wirkt heute armselig. Das Wetter auf den Inseln ist furchtbar. Die Industrien sind längst ins Ausland abgewandert. Die Migration völlig außer Kontrolle. Die Lebenskosten so hoch. Die Kriminalitätsrate ein Desaster und der gesellschaftliche Verfall überall ersichtlich. Einst beherrschte Britannien die Meere. Rund ein Viertel der Weltbevölkerung und der Landfläche sieht man genauer hin. Entdeckt man heute neben der engen Partnerschaft mit den USA überall Spuren des alten Empires. Das Bankenviertel City of London ist der Mittelpunkt eines internationalen Offshore-Systems, in dem Unsummen an Geld und Firmenanteilen unter starker Geheimhaltung gebunkert liegen. Megakonzerne teilen sich auf in abstruse Geflechte aus Briefkastenfirmen in winzigen Inselstaaten, die der britischen Krone unterstehen. Die Geschichte eines Megakonzerns lässt sich oft zurückverfolgen auf adelige Netzwerke der Welfen, Bettina und Reginare. Mit dem nötigen Geld, den Kontakten und den Patenten von Wissenschaftlern adliger Universitäten und der Wissenschaftsvereinigung Royal Society kamen die Ölkartelle und Stahltrusts zustande. Selbst die Klimaforschung wird dominiert von adeligen und militärischen Kreisen Britanniens. Äh, ja, nach, nach der formellen amerikanischen Unabhängigkeit wuchsen britische Geheimnetzwerke in den USA wie Skull and Bones, deren Mitglieder in der Politik, den Militär und den Geheimdiensten zu finden sind. Spätestens, spätestens in der Ära der Industriekartelle war klar, dass die US-Oberschicht keine echte Republik im Sinn hatte, sondern sich an dem Modell des britischen Adels orientierte. Ähm, also Hochadel trat immer mehr in den Hintergrund und, ähm, und kontrollierte halt dann einfach immer mehr und immer mehr durch diese Tarnorganisationen, also wirtschaftliche und politische Tarnorganisationen. Also man schuf halt eben auch dann die, die Stars des Bankwesens, des Bankings ja also das ist ähnlich mit der Pop-Industrie, ja das heißt oder mit anderen Stars und Influencern da werden halt Leute rekrutiert man äh, verschafft ihnen halt eine gewisse Position man hat die aber auch unter Kontrolle also so, äh, so sehe ich das mit den äh, Merchant Banks also Baring's Barclays Lloyds oder halt den Ursprung von diesen Banken Rothschild das sind einfach Leute die wurden da rekrutiert von einem Empire und wurden dann so zu den Stars hochgejubelt interessanterweise die Rothschilds waren ja auch bekannt für ihre Partys hier ähm, irgendwie Le Ferrier, Mentmore, diese ganzen Megaschlösser, die da gebaut wurden. Da liefen so die heißesten Partys hier vom Establishment und da wurde wahrscheinlich auch spioniert, bis es kracht. Ähm, also ähm, finden das hier als Kindle hier auf Amazon, amazon.de. Hier das Logo der British East India Company. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht viel anders als die amerikanische Flagge, Martha da dann. Hier dann irgendwie so diese, diese Sternchen da gehabt, also für die 13 Colonies. Und dann nach der sogenannten Unabhängigkeit hatte man dann halt mehr Sternchen hier. <laughs> also ein bisschen so der, der, äh, der, der fiese Humor der Briten oder des Adels befindet sich dann immer noch in der amerikanischen Flagge. Meisten haben es nicht wirklich gemerkt. Hier die sogenannten hübschen Familien, privilegierte Familien. Äh, sehr viele Feiermeier dabei. Eben die Stars. Ich meine auch, die Rockefellers, ja. Alle, alle diese Rockefeller-Astor, die wurden alle gemacht. Die, da, standen dieses, da stand dieses Imperium hinter denen. Man hat denen halt äh, das Startgeld verschafft, die Kontakte verschafft, die Patente verschafft über die Wissenschaftsvereinigung Royal Society. Ja? Und wenn du diese, diese Patente hast über die Wissenschaftler und das Geld und die Connections, dann kannst du eine Mega-Firma aufziehen. Oder mehrere. Und die dann zu gigantischen Trusts zusammenfügen. Und dann hast du eben dann diese Stars, ja, Vanderbilt, Rockefeller, und die posen dann so mit ihrem Reichtum, gelten als die Stars, und das macht andere halt eben dann auch gierig. Das heißt, wenn du jetzt halt dann irgendein so aufstrebender Unternehmer bist, beziehungsweise warst, dann wolltest du einer von diesen Stars werden. Und wenn du halt die Connections hattest, wenn du auf die richtigen Partys eingeladen wurdest, äh, wenn du die richtigen Sachen dann gemacht hast und deine Loyalität da hier eben gezeigt hast, dann konntest du gegebenenfalls auch einer der Stars werden in der Finanzbranche oder halt in der Industrie. Ja. Hier, ähm, Roslyn Chapel, also hier so die, die Spuren der alten Templer, hier so, ähm, da ging es ja auch so um die, das frühe Freimaurertum. Also das Freimaurertum ist eigentlich älter, als es behauptet wird, kam also aus Schottland, aber hat auch einen Einfluss aus Dänemark über den Hochadel. Und dann hat man es später halt in Anführungszeichen erst neu gegründet, hier mit unter King George I. Und, ja, ähm, yeah, hier gab es eben dann auch so ein bisschen Skandale um diese um diese Roslyn Chapel. Hier mit den. Mit den Sinclairs und so. Äh, wo haben wir hier die Stelle? Ich sag, hier, da gab es da auch so eine Backstory, das sehen Sie hier in dem Buch drin, um, um Rosalind Chapel. Also war auch irgendwie so ein Typ, der musste eigentlich auf dem Papier ein Christ sein. Aber er hat dann halt gefeiert, bis es geraucht hat. Also auch so Sexpartys und. Äh, hast du nicht gesehen ja und äh, er wurde aber geschützt also eigentlich wäre das vollkommen illegal gewesen wären in, in Schwierigkeiten gekommen aber er hatte halt die richtigen connections ja, das ist ein uraltes spiel das da gespielt wird und einige leute spielen da eben spielen da eben mit also hier die neue version geheimnisse der supermächte band 3 rule britannia ja, dann haben wir hier ein englisches Buch, The Influence of Intelligence Networks on Conspiracy Media. Das ist recht umfangreich, das habe ich über 100.000 Wörter. Ähm so, das bewerbe ich gerade fleißig hier im amerikanischen Raum. Dann hier die neue Version von Die Geheimnisse der Supermächte, Band 1 Revolution. Also da geht es um die amerikanische Revolution, die russische und die chinesische, weil alle Supermächte gingen ja aus einer Re Revolution hervor. Alle Revolutionen sind hochgradig suspekt, die Supermächte haben gemeinsame Wurzeln. Ähm, das finden sie also dann. Das finden sie also dann hier. Das war, das, der, das war der erste Band meiner Reihe äh, über die Geheimnisse der Supermächte. Dann, das Ge die Geheimnisse der Supermächte Band 4, Herrschafts- und Widerstandstechniken, hat ein neues Cover, ist aber glaube ich, glaub ich ziemlich eigentlich unverändert. Da hat sich jetzt so nichts, nichts äh, weiteres äh, hier getan und dem Inhalt. Kartell der Supermächte Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Hier, die Geheimnisse der Supermächte Band 2, Religion. Also da ist auch einiges neu und erweitert und so weiter und so fort. Also da, ähm, das Ganze hat auch ein neues Cover bekommen. Hier so eine Art Templergruppe. Ähm, also Religion spielt nach wie vor eine, eine extreme Rolle bei den Supermächten in dem Marketing meistens. Äh, und, äh, äh, und dominieren tun letztendlich dann doch die Mysterienkulte aus der Antike und ähm, man benutzt ja halt im Laufe der Zeit halt diese Religionen immer stärker oder mal weniger stark für den Imperialismus. Ähm, da sind sich die großen Imperien eigentlich alle gleich. Also ob das jetzt die Moslems sind oder irgendwelche anderen sind, da kannst du halt eben das Ganze irgendwie dann benutzen für ein Imperium. Also unglaublicher Geheimdienst-Thriller eigentlich. Das heißt, die Religionen waren immer eingebunden in die Imperien, die Geheimdienste. Und das musst du halt eben dann sauber auseinanderziehen können. Also das heißt, willst du eine Religion annehmen, die dir vermarktet wird von irgendwelchen Stars oder irgendwelchen Prominenten? Ja, egal in welcher Religion du bist, da gibt es halt eben dann auch diese Stars, die dann berühmt sind, ja, und... Ähm, Meinen sie hätten da den absoluten Volldraht hier zum, zu den Göttern oder zu irgendeinem einzelnen Gott. Und du sollst dann eben diesen Leuten hinterherlaufen und deren Interpretation halt eben dann äh, akzeptieren. Also auch da im religiösen Bereich gibt es die großen Stars. Ich meine, wer, wer traut wirklich im Ernst dem Russenpapst, diesem Patriarch, der ja auch stinkreich ist, wegen, wegen weil der KGB die Kirche da drüben in Russland leitet seit Jahr und Tag? Äh, uh, ja. Yeah. Und es ist halt eben so das Problem, dass halt Leute dann so die, diese prominenten Figuren auch abkopieren. Also man sieht das immer wieder dann auf Social Media. Jemand hat halt dann irgendeine so Standardnummer sich abgeguckt und, und meint dann schon, er kann jetzt jeden dann belehren. Und dann wird halt so Aktivismus gemacht. Wie man so schön sagt, never meet your heroes. Also hier ähm, neueste Version, Geheimnisse der Supermächte, Band 2. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, ich war noch eine Übersichtsseite. Hier geht's weiter. Hier Geheimnisse der Supermächte Band 5, die Krisen der Zukunft und Geheimnisse der Supermächte Band 6, das militärische Wesen der Klimaforschung. Also Band 6 bekam auch einen neuen Namen. Neues Cover, inhaltlich ist das aber, denke ich, äh, unverändert. Ist auch ein sehr wichtiges Buch gewesen, also dass man halt hier mal erkennen kann was für ein riesiger wissenschaftlicher Apparat aufgebaut worden ist. Also gerade durch den Adel, die Royal Society <laughs> und auch die amerikanischen Netzwerke, die die Briten da hatten. Ja, und so, so kontrolliert man eben dann äh, nicht nur die Klimaforschung, sondern eben auch diese Klimatransformation in all den verschiedenen Ländern. Und für die Leute, die misstrauisch sind, gibt es halt eben dann so, ja, so ein bisschen Republican-Propaganda oder eben auch so, so Verschwörungspropaganda. Aber das ist ja auch alles meistens dann in den Händen. Von demselben Empire. Also Es ist erstaunlich, ja. Die, die Royal Society, die größte, wichtigste Wissenschaftsvereinigung der Welt, adlige Wissenschaftsvereinigung, äh, kontrolliert nicht nur die oder war beteiligt an den ganzen wichtigen Konzernen, war beteiligt am militärisch-industriellen Komplex, äh, kontrolliert die Klimaforschung, die Klimatransformation, aber aus der Royal Society kam auch die moderne Verschwörungsliteratur raus. Ja? Seit den 1790er Jahren. John Robison, Baruel, war eine ganze Kampagne. Riesiges Ablenkungsmanöver. Ja, und das, das lässt sich alles tatsächlich zurückverfolgen. Ich bin ja auch nicht unbedingt der Einzige, äh, der das macht. Zum Beispiel, äh, dieser Professor Oberhauser aus Österreich, der, der kam dann auch auf den Trichter. Ups, das war ja eine britische Geheimdienstkampagne, ja, die moderne Verschwörungsliteratur. Ups. Ähm, und er hat ja in Anführungszeichen nur die erste Generation untersucht, Baruel. Stark Robison, ähm, aber da gibt es ja noch viel, 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 viel mehr. Also, findet man hier auf ähm, Amazon hier meine ganzen Bücher. Es müssen jetzt eigentlich fast alle sein. Ähm, muss ich mal auf die Übersichtsseite gucken, aber das sind jetzt eigentlich so gut wie alle quasi erhältlich. Kann man sich also dann hier mit einem Klick dann kaufen und. Äh, hier auf sein Gerät laden, halt überall hin mitnehmen. Wenn Sie die Druckversion möchten, schauen Sie auf shop.recenter.com. Die Adresse ist shop.recenter.com. Da gibt es diese Print, äh, Printausgaben und auch die Audiobooks oder halt ähm, beides, dann auch, ähm, beides dann auch zusammen. Also wie das hier eben. Ja, hier, das ist das. Neudeutschland Deutschland im Dritten Weltkrieg. Ja. Also, das heißt, ich, ich werte ja konstant seit 20 Jahren, werte ich so die, die beste Fachliteratur oder Sachliteratur aus, die man finden kann. Das ist, einerseits musst du die Masse tatsächlich bearbeiten können. Also, du musst halt wirklich dann wie Leistungssport, das ist wie, wie irgendwie Markus Rühl beim Bodybuilding. Also, das ist wie Leistungssport, du musst halt so, allein das mit dem Volumen klarkommen. Du musst aber auch ganz gezielt auswählen was du liest. Also du musst natürlich dann wirklich die besten Sachen finden, weil insgesamt gibt es natürlich dann zu viel Literatur ja, für einen Menschen. Und außerdem gibt es da auch halt eben Manipulationen, es gibt auch so Stars unter den Historikern und so. Und wie gesagt, manchmal, manchmal, ja, manchmal lohnt sich das halt eben dann auch so einen, so einen Star-Autor zu lesen, wie zum Beispiel Niall Ferguson. Ich meine, er ist totaler Fan Fan von Fanboy vom britischen Empire. Und ähm, sieht da überhaupt keine Probleme damit, keine richtigen, ist da ziemlich, ähm, ziemlich angepasst, was es anbetrifft. Ähm, aber trotzdem kannst du dann teilweise interessante Sachen rausziehen aus seinen Forschungen, also von Niall Ferguson. Also über ihn fand ich dann zum Beispiel, kam ich erstmal drauf auf diesen äh, diesen Duncomp. Dieser britische Abgeordnete war einer der in den früheren 1800er Jahren, einer der ersten Linken. Und ähm hat dann so eigentlich so die Grundlage gegeben in seinem Buch für die kommende Verschwörungsliteratur, aber auch für die spätere linke Literatur. Also, er ja, hat da mit seinem Buch damals alles in die Pfanne gehauen: ja. Kapitalisten, generell Unternehmer, den alten Adel, nicht den aktuellen Adel, und die alte Kirche und Juden. Hat alles so quasi auf ein Level gestellt und gesagt: Das ist alles furchtbar, wird nur in Zerstörung enden und so. Äh, man braucht jetzt praktisch den Sozialismus ähm und, ähm, und man konnte eben dann einfach sein Werk anpassen für die jeweilige kontrollierte politische Strömung. Also du konntest dann einfach so das Linke rausnehmen und den Rest weiterverarbeiten und das war halt dann rechte Verschwörungspropaganda äh, oder so generell, so generell Verschwörungspropaganda. Dann konntest du den Antisemitismus hochfahren nach Bedarf. Du konntest aber so den Antisemitismus auch rausnehmen. Und übrig blieb dann halt bei der linken späteren Literatur, äh, übrig blieb halt so dann das Feindbild des Kapitalistenschweins. Ja? Also das ist ja für die Linken eben so äh, das absolute also Hassobjekt. Also die Bourgeoisie, ähm, äh, das, das Kapitalistenschwein, die Imperialisten. Das ist dann so übrig geblieben. Ähm, und äh, ja, und deswegen... Wenn du halt so viel Fachliteratur wählst, beruflich, und wenn du halt dann eben gezielt auswählst und so, ja, ähm, natürlich kommst du dann auf immer mehr und immer mehr und immer mehr Sachen, ja. Und äh, wenn dann ab und zu mal jemand irgendwie dann in den Kommentaren meint, oh, ich finde das komplett, komplett übel, was ich da mache und so, ähm, dann ist das ungefähr so, als wenn du an einen, an einen richtig guten Chemiker rangehst und sagst, das ist echt Müll, was du da machst, würde der Chemiker sagen, Moment mal, ähm, das, so viel davon ist halt super etabliert und halt super verifizierbar und halt super solid, ja, wenn du da rummaulst, dann hast du generell ein Problem mit der Chemie ja und genauso ist es, wenn halt jemand irgendwie dann mault, ah, oh, mir, mir gefällt nicht, Am meistens geht es immer nur darum, dass jemandem gefällt nicht, was ich sage, weil ich halt irgendwie jemandes Fantasien dann irgendwie da äh, berühre oder jemandes äh, Hoffnung da zerschlage auf irgendeine einfache Lösung, nur eine schnelle Lösung oder jemandes Identität ankratze, weil jemand sich identifiziert mit dem Mist, der da erzählt wird von irgendwelchen Stars. Ähm, wenn er jemand mich anmeckert, ist es so, als würde er halt eben dann nicht nur mich ablehnen, sondern halt eben unzählige Sachautoren, als würde er auch unzählige Fachautoren hassen, die dann richtig gutes Zeug gemacht haben. Ja. Also richtig wichtige Informationen, die wir absolut brauchen, um überhaupt mal auf irgendeinen grünen Zweig zu kommen. Weil die Supermächte und ähm, gerade hier im Westen und so, das ist alles so aus Differenziert worden. Dieses Herrschaftssystem, das ist so professionell. Ähm, und diese seltsame Verbindung zwischen den Supermächten, die ja halt jederzeit eben, wenn sie wollen, ein offenes Kartell ankündigen können, weil es halt für sie angenehmere Variante ist, ähm, das ist alles so ausgereift und hat inzwischen auch natürlich dann Psychometrie und die Computeralgorithmen, künstliche Intelligenz. Das ist so clever geworden, weil die schlauesten Leute für diese Imperien arbeiten. Ja, Leute mit einem 150er IQ und noch schlauer. Ja. Ähm, damit haben wir es hier zu tun. Und deswegen brauchst du eben dann auch die, so die geballte wissenschaftliche Power von so vielen Autoren da draußen, um da überhaupt konkurrieren zu können. Ja, das heißt, wir haben natürlich als, als Bevölkerung, ähm, wir haben auch gewisse Vorteile, ähm, weil wir sind a. viel mehr Leute und die meisten Leute können die Grundzüge äh, von dem, was, was halt eben die Fachleute da draußen schreiben. Die meisten können die Grundzüge durchaus verstehen. Ähm, oder sogar Fortgeschrittenes verstehen. Ähm, wir sind einfach alle mehr. Und es gab noch nie eine Situation, wo halt eben dann Herrscherklassen oder halt so Supermächte-Imperien, gab noch nie eine Situation, wo die konfrontiert waren mit Hunderttausenden oder Millionen Bürgern, die wissen, wie Imperialismus funktioniert und wie Geheimdienste funktionieren. Es war ja immer so eine eingeschworene Gesellschaft, ja, so geheimdienstliches Know-how, so richtige Spionagetechniken oder modernere Spionagetechniken zu kriegen, das, das ging ja nicht einfach so. Also, da musstest du die richtigen Leute kennen, die mussten dich auswählen, die mussten dich coachen. Und du musstest denen halt 100% loyal, äh, gegen, gegenüber denen halt 100% loyal sein. Und jetzt haben wir da eine völlig andere Situation. Ähm, also, wir als Bevölkerung, wir haben natürlich auch unglaubliches Potenzial, unglaubliche Möglichkeiten, ähm, aber es braucht halt eben wissenschaftliche Power. Weil wir haben es mit wissenschaftlichen Empirien zu tun. Und wie, wie, das sehen Sie auch in meinen Büchern dann mit der Royal Society und diesen ganzen, die bauten damit die Konzerne, die bauten damit die ganze Technik und äh, die Psychologie, um die Leute besser zu kontrollieren. Wir haben es mit Wissenschaftlern zu tun. Und deswegen brauchen wir wissenschaftliche Power. Wenn irgend so ein Typ kommt, dann meint, es nee, gefällt ihm nicht, nee, nee, und er kommt dann mit irgendeiner so überaus vereinfachten, stupiden Ideologie an, das ist nicht nur ungenügend, sondern diese ganzen Ideologien sind ja auch dann unter Kontrolle. Das heißt, du spielst dann so dieses Aktivistengame game wie so eine Labormaus oder wie so eine Laborratte äh, und du kommst damit auf keinen grünen Zweig. Ja? Oder wenn ich halt dann, was ich, mache irgendeine Sendung über äh, Jordan Peterson, Karl Gustav Jung und sag halt, der, also der, der alte Carl Gustav Jung, absoluter Anhänger von Mysterienkulten, mehr war da nicht. Ähm, später hat er bessere Sachen gemacht, aber nach heutigen Maßstäben ist das auch nie und immer gut genug. Ähm, und Jordan Peterson wurde zum Star gemacht. Total komische Figur. Und Peterson bietet halt so eine Mischung aus aufgewärmtem Freimaurertum, und halt den Mysterienkult natürlich halt im, im größeren Stil da noch. Äh, siehe Karl Gustav Jung, sein ein großes Vorbild. Äh, und wir sollen alle Psychedelika nehmen und dann äh, irgendwie traditionell sein und, und mach dein Bett. Und das soll uns retten, meint Jordan Peterson. Und das ist absoluter Käse. Ähm, und dann haben wir noch so diese, ähm, dieses Element, das halt einfach, ähm, halt einfach Petersons ganzes äh, Game Petersons ganzes Game ist eigentlich, ähm, ist eigentlich aufgebaut wie so ein Marketing-trichter. Ja, das ist ja eigentlich. Ähm, das ist ja eigentlich nicht schwer zu verstehen, dass. Äh, eigentlich nicht schwer zu verstehen, wie das funktioniert. Also, man, man bringt halt diesen simplen Content. Äh, ist alles so mies heute und wir brauchen Traditionalismus und wir brauchen Karl-Gustav Jung und blablabla bla bla und Heldengeschichten und so. Aufgehörendes Freimaurertum. Also, man. Ähm, also, man, man ähm, hat so diesen, diesen, diesen breiten Approach. Ja, dass man so viele Leute, frustrierte Leute, wie möglich einfängt und dann fängt man sie in diesen großen Trichter ein und dann ja, bringt man sie schritt, schrittweise da, wo man sie hinhaben will, nämlich halt, was ich wähle hier bestimmten, bestimmte Republicans und vor allem sei pro Russland. Das ist seine Masche. Er führt die Leute dann hin pro Russland. Ne? Ich meine, das, das hat auch äh, Jeff Nyquist sehr schön formuliert letztens in der Sendung hier in meiner englischen Sendung äh, mit Candor Intelligence. Hat dann gesagt, die Leute hatten damals wirklich also einige Leute, hatten, ähm, einige Leute hatten frühzeitig Adolf Hitler unterschätzt. Die, die haben nicht geahnt und nicht gedacht, wie psychopathisch der ist, wie verrückt der ist und wie, welche komischen okkultistischen Anwandlungen Hitler auch noch hatte. Das haben die dann später gemerkt, also Canaris vor allem, ja. Hat irgendwie Canaris ein Jahr gebraucht, um zu merken, wie verrückt Hitler war. Ähm, aber viele haben ihn anfänglich unterschätzt. Und, ähm, und genau so unterschätzen, unterschätzen viele Leute jetzt halt eben dann Wladimir Putin. Weil sie sehen nur dieses oberflächliche Marketing. Und die brauchen Traditionalismus und Verschwörungspropaganda mit reingemischt und so. Das war das gleiche Marketing wie damals mit Hitler. Ja, es ist vieles von dem Hitler-Marketing, findest du heute wieder als Putin-Marketing. Ja, und auch Karl auch Gustav Jung hatte ja in seiner Frühzeit. Karl Gustav Jung hat in seiner Frühzeit eben geliebäugelt mit ähm, halt mit, den, mit der völkischen Bewegung und mit dem ethnischen und dem ganzen mystischen Krempel. Ja, wir müssen wieder so ein antikes Imperium erschaffen. Da ist Karl Gustav Jung voll drauf reingefallen und hat dann gemerkt, wie gefährlich das war. Äh, und jetzt haben wir halt so Leute wie Jordan Peterson und er macht dann Werbung für die Russen. Und oh, nehmt Psychedelika und Dugin ist ein dufter Philosoph da drüben. Unglaublich, unglaublich, meine Damen und Herren. Ja. Wie das halt ebenso funktioniert. Also auch Karl Gustav Jung war so ein gemachter Star. Er war ja schon verbunden damals mit diesen ganzen Verwandten von ihm und Familienangehörigen, ähm, die, die ähm, Geheimgesellschaften, die in denen drin war, sich dann wollten sie den, den Mithras-Kult aufwärmen. Ja, und dann hattest du eben die Situation, ähm, dass Karl Gustav Jung dann immer... In jeder neuen Organisation, im Berufsfeld immer gleich der Beste war und der Tollste und der Erfolgreichste. Ja, oder Vize. Auch wegen seinen Connections. Und er hat eben dann auch so diese, mit diesen ähm, Sexrieten gearbeitet und, und die Gruppen, äh, die er dann geführt hat, diese geheimen Gruppen, die wollten dann eben so mit, mit Sexmagie arbeiten und die gewöhnliche Moral hinter sich lassen und bla bla bla. Also, es riecht halt eben wie die Popstars von heute. Ja, wie diese gemachten Popstars, wie jetzt halt eben dann. P Diddy, der jetzt halt irgendwie dann das ganze Internet abbrennt mit seinem Skandal jetzt, ja. Und nicht nur P Diddy hängt damit drin, sondern halt eben dann alle möglichen anderen Superstars, die auch ein politisch politischen gewisses Gewicht haben. Ähm, die hängen da jetzt auch alle mit drin. Es ja, ist immer diese, immer diese Stars. Also Sie können heute Abend mit uns chatten. Ähm, ich werfe mir gleich mal einen Blick hier in den Chat. Und äh, gehe dann über zu meinen Notizen. Wir haben natürlich einige super wichtige Sachen, die passiert sind. Es passieren immer wichtige Sachen. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir, sind, ähm, wir sind hier so beschäftigt mit unserem Output. Wir haben wirklich einen großen Output. Also, das heißt, nicht nur die Quantität im Laufe der letzten 20 Jahre, die reine Masse ist auch eben dann die. Ähm, die, die thematische Tiefe, ja, die wir da zeigen, das ist schon ein riesiger Kraftakt. Ich sage immer, das ist wie Bodybuilding, das ist wie, wie Extremsport, das ist irgendwie wie, wie Magus Rühl zu ne, seinen Hochzeiten. Äh, du brauchst das Volumen, du brauchst aber nicht die Qualität beim Bodybuilding. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Und es, wir sind einfach ähm, so stark begrenzt künstlich, weil eben ähm, da draußen diese Stars existieren oder halt eben so hochgehypte Themen existieren und Meinungen existieren, das drängt uns natürlich seit 20 Jahren sehr stark an den Rand äh, und deswegen haben wir auch nicht immer die Kapazitäten sofort auf jedes Thema anzusprengen. Also es hat, es, ich habe dann lieber meine meine Bücher, ähm, meine E-Box hier auf äh, Amazon fertig gemacht, meine Kindle E-Box, äh, die Bücher fertig gemacht und die äh, Sachen erneuert und so. Das war mir dann wichtiger, als jetzt sofort aufzusprengen auf diesen Terroranschlag da in Moskau. Ja, also ich ich kann aus Zeitgründen rein äh, nicht auf jedes Thema sofort anspringen. Ich meine, wenn irgendwas passiert natürlich, wenn irgendwas passiert, was jetzt natürlich eine größere Relevanz hat, also was weiß ich, die, die Russen marschieren wieder irgendwo Neues ein oder in Asien geht es rund oder irgendein größerer Anschlag hier im Westen, ähm, da bin ich normalerweise innerhalb von... Von 0, nix bin ich da halt eben dann dabei mit halt aktuellen Stories, und Up Updates und, und Sendungen. Ich kann ja auch jederzeit live auf Sendung gehen, live streamen. Eigentlich zu jeder Unzeit natürlich dann. Das geht natürlich dann schon. Ähm, aber es wäre natürlich dann schön, wenn wir halt eben eine größere Struktur hätten, wenn wir halt mehr Leute hätten, wenn wir halt mehr von allem hätten. Ähm, aber da hängt natürlich dann ein Preisschild dran. Also jedes Mal, wenn jemand bei uns ein Buch kauft oder jedes Mal, wenn jemand bei uns Socken kauft oder wenn jemand bei uns, bei uns irgendwas anderes kauft, oder uns über Patreon spenden, das hilft uns natürlich dann enorm weiter und es bewahrt unsere tatsächliche Unabhängigkeit. Ich habe auch in meinen Notizen hier noch einiges hier äh, drin, jetzt zu dieser Kontroverse mit dem Kompaktmagazin, war jetzt dann einiges los hier. Ähm, Im Zusammenhang mit der AfD und der Spiegel hat dann noch so eine Story rausgehauen mit so den, den stillen Teilhabern im Kompaktmagazin. Also Investoren und ähm, ist, man sieht halt einfach ähm, zumindest schon mal das. Wenn die wenn die kompakt nichts wenn das Kompaktmagazin, wenn das nicht so krass pro Russland wäre und wenn die auch nicht so krass irgendwie wenn das Magazin auch nicht so so krass äh, pro AfD wäre, dann hätten die wahrscheinlich äh, vielleicht 5000 Abonnenten oder 3000 Abonnenten nur ja statt statt dass sie jetzt irgendwie nach eigenen Angaben 40.000 Hefte im Monat raushauen, ähm, die hätten vielleicht nur 1000 Abonnenten. Ja, und hätten keine stillen Teilhaber und keine Großspenden und kein Dings und kein Bums, weil eben dann die wohlhabenderen Leute sich denken, ja, oh, wir brauchen doch Putin und wir brauchen die AfD und wir ignorieren einfach alles, was, was, was komisch ist an der AfD und wir ignorieren irgendwie alles, was komisch ist an den Russen. Hauptsache, es wirkt halt irgendwie so, so du hast so diese Politstars wie Putin, du hast so diese künstlichen Stars da bei der AfD und diesen, diesen Hype drumherum. Wenn, wenn die Kompakt das nicht bedienen würde, dieses... Diese politische Popkultur, diese künstlichen Stars, wenn die Kompakt das nicht bewerben würde, dann hätten die überhaupt kaum Mittel. Würden die Leute sagen, was ist denn das für ein Cast? Ja, das will ich nicht, ich gehe irgendwo anders hin, hier auf Telegram oder sonst irgendwas und gehe dahin, wo mir das erzählt wird, äh, was ich hören will. Ja? Allein schon mal aus dieser, aus dieser Überlegung heraus. Ja? Ähm, und ich meine, die, die, wir haben es ja gesehen an... an äh, diesem Joseph Weisberg in der Washington Post, der dann gesch ge geworben hat für, für die Russen, kurz vor der Invasion der Ukraine, gemeint hat: Wenn es zur äh, Ukraine-Invasion kommt, dann ist es die Schuld der NATO und bla bla bla. Und hat jeden Talking Point runtergerattert, den jeder andere runterrattert. Klang genauso wie Putin eigentlich ähm, und ähm, klang genauso wie Hubert Seipel, der erwischt wurde. War auch ein Star, Star-Journalist, Hubert Seipel. Und dann wurde er erwischt. Ja, sponsoring Vertrag von den Russen für eines seiner Bücher über 600.000 euro ja so viel zu den stars ne und äh, ähm, und das, das ist halt einfach das ist einfach die Realität in der wir uns äh, in der wir uns hier befinden also ähm, werfen wir einen Blick in den Chat heute Abend äh, wechsel hier mal schnell die kamera und ähm, ähm, Wechseln wir mal schnell die Kamera. Falls Sie ja später zugeschaltet haben, schauen Sie auf ähm, Amazon.de Amazon unter den Büchern oder Kindle-Büchern. Suchen Sie einfach nach meinem Namen, Alexander Benisch, und finden dann hier eigentlich inzwischen alle oder fast alle meiner Bücher als Kindle-Edition in den neuesten Versionen. Also einige sind da jetzt äh, erneuert worden, hier auf die, hier jetzt vor kurzem eben 2024. Also wo hier, wo ist hier meine zweite Kamera? Als da wären wir, als da wären wir hier. Okay. Also. Ähm. Hier, Mr. G fragt, kommt noch die globale Regierung? Oh. <laughs> je nach Drehbuch, je nach Drehbuch ähm, wird sie so oder so aussehen. Also entweder liegt dann... Russland in Schutt und Asche. China ist tot. Ähm, und die Anglos sind die Einzigen, die noch da sind. Die Muslime sind kaputt. Die meisten anderen sind kaputt. Die Anglos sind die Einzigen, die noch da sind. Beherrschen einen Planeten und irgendwie sich ein paar Milliarden Menschen sind tot. Das kann sein. So kann das Drehbuch sein für den Dritten Weltkrieg. Ja, und es wird dann ganz so aussehen wie in dem Hollywood-Film. Äh, die wir alle gewohnt sind, dass halt einfach die Anglo's erstmal so ausschauen, als würden sie verlieren und oh mein Gott, die Russen haben uns betrogen und die Chinesen, äh, die wollen uns überwältigen und die Nordkoreaner und bla 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 äh, und dann kriegen die Anglo's erstmal voll eins auf den Deckel und die Verrückten jubeln dann alle und so und aber dann reißt sich der Westen zusammen, so wie damals im ersten Weltkrieg und im zweiten Weltkrieg äh, und alle packen gemeinsam an und dann wächst man über sich hinaus und fast schon mit magischen Kräften gewinnt man dann doch noch gegen die Feinde und so kann so sein. Ähm, kann auch sein, dass man halt erstmal so, so einen Weltkrieg führt, der hin und her geht, und dann kündigt man so an, wenn halt vieles tot und kaputt ist, kündigt man an, okay. Jetzt haben wir mal so eine Triple-Weltregierung. Ja, jeder hat so seinen Bereich. Und es gibt halt noch so also aus, ausscherende Länder, die man bekämpfen muss und so. Ja, ne? Ich meine, das habe ich auch letztens gemeint in der Sendung der Englischen mit Jeff Nyquist. Ähm, also auch im Zusammenhang jetzt mit dem mit diesem äh, äh, Terroranschlag in Russland, wenn wenn morgen alle Muslime tot umfallen, äh, dann äh, wenn morgen alle Muslime tot umfallen, dann wäre das den Russen recht, weil das ist also die alte Erbfeindschaft zwischen dem, dem Kalifat und den Russen. Ähm, und äh, die Russen haben die Russen haben eine begrenzte Verwendung für die Muslime, aber ansonsten sollen die Muslime alle weg, einfach nur weg. Ja. Äh, niemand hat Bock bei den Russen, dass da die Muslime einfach so weiter existieren. Und das macht es halt so gefährlich, wenn halt einige Muslime denken, ah, die Anglos, wir trauen denen nicht und die seien ja kon kontrolliert von den Windmühlen von Zion. Wir wollen nicht die Anglos, wir wollen mit den Russen arbeiten. Ja, aber die Russen wollen die Muslime auch umlegen. Ja? Also, äh, kann auf verschiedene Art und Weisen kommen. Also, dann... Ähm, tja, äh, hier die Frage, kann man auch Audiobooks anbieten? Ähm, ja, das müsste gehen. Also ich glaube, Amazon hat das auch, beziehungsweise Audible. Ähm, da müsste ich aber, also entweder lade ich die bisherigen Versionen dann hoch oder muss halt eben da auch noch neue Versionen ein, einsprechen. Aber darauf habe ich eigentlich überhaupt keine, keinen Bock, weil mir einfach die Zeit fehlt. Ähm... Also das wäre eigentlich so auch kein Problem, müsste ich einfach nur halt eben wieder alles eingeben und so. Ich meine, das, 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 äh, das Elegante war eben, dass bei Kindle E-Books brauchst du keine ISBNs. Du musst da nicht so blöckeweise ISBNs kaufen und dann das halt so reinpatzen und dann die Grafik dann reinpatzen und den ganzen, ganze extra Arbeit. Ähm, geht wahrscheinlich eh nur um Überwachung. Also deswegen hat man, glaube ich, das ISBN-System auch erfunden, dass man immer genau weiß... Es gibt eine Identifikationsnummer für jedes Buch in, in einer gewissen Ausgabe. Und wenn du eine erweiterte Ausgabe machst, dann brauchst du halt eben eine neue ISBN. Und so ist es anscheinend für die Geheimdienste einfacher, dass man die Publikationen alle im Blick behält, die es auf der Welt gibt. Bei den E-Books brauchst du keine ISBN, weil das ist ja digital. Das kann ja so abgefischt werden und halt einfach digital analysiert werden. Bums aus, ne? Äh, pff, aber ja, also Audiobooks gehen natürlich dann auch. Ähm, wobei... Wenn man die bei uns kauft unter shop.recenter.com, dann kriegst du das ja als MP3. Also du kannst es dann ohne irgendwelchen Kopierschutz, HackMac, ohne irgendwas, kannst du es halt eben dann im Auto anhören und beim Joggen anhören und sonst wo anhören. Äh, wie sind manche Leute, die benutzen es halt lieber mit Apple CarPlay und mit halt Android Auto und dann kannst du halt dann so das Ding laden. Ähm, aber es ist halt flexibler, wenn man einfach eine MP3-Datei hat, ja. Das ist äh, Ist ja halt dann doch so ein bisschen der Vorteil. Also, dann ähm, Dann heißt es hier im Chat: Was fehlt dir noch zur Weltregierung? Die WHO hat durch den pa Pandemic Pact völlig direkten Zugriff auf nationale Regierungsprozesse. Sobald aktiviert ist unsere nationale Gewaltenteilung sinnlos. Ja, ich habe, äh, ich meine, ich, ich hau der WHO auch alles Mögliche um die Ohren in meinem äh, Buch Covid und die Zukunft der Biosicherheit. Ja. Ne? Man darf halt, und das sieht man in dem Buch dann auch recht deutlich, man darf jetzt halt nicht ähm, pauschal jede Biosicherheitsmaßnahme gleich in den einen Topf werfen. Das ist komplizierter, ja, das ist das ist wesentlich komplizierter und die Gefahr, die physische Gefahr durch halt ähm, Erreger, ist tatsächlich hoch und du wirst wahrscheinlich in den allermeisten Fällen nie, nie rausfinden, wer hinter einer Pandemie steckt, ob das jetzt Smallpox ist oder sonst irgendwas. Ja? Und ich meine, ähm, auch wenn man jetzt natürlich dann, wenn Fachleute jetzt halt eben dann natürlich die Covid-Reaktion ähm, auseinandernehmen, ähm, du wirst immer bei einem neuen Virus erstmal rumexperimentieren, du wirst immer auf Nummer sicher gehen wollen ähm, und äh, beim nächsten, bei der nächsten Pandemie ist wieder alles offen, weil neuer Virus, neuer Erreger kann wieder was ganz anderes sein. Und dann brauchst du wieder ganz andere, ganz anderen Maßnahmenmix oder bei Turbo, was sie so, Turbo-Smallpox, ja, also so Ultra-Pocken. Das Zeug ist einfach nur tödlich. Und es kann wirklich so ein Viertel der Menschheit aus, ausrotten. Laut Übungen, äh, laut Großübungen kann eben im schlimmsten Szenario so eine, so eine Pockenepidemie fünf Jahre dauern, bis zu acht Jahre dauern. Und die Leute verrecken die halt massenweise. Ähm, hier heißt es im Chat von Redside: In Russland sind Corona-Schwurbler. Hier in den Knast gekommen für Jahre, notfalls. Welche tollen Geheimnisse meinen die aufgedeckt zu haben? Ähm, ja, es ist halt schwierig, ne? weil die, die WHO wird angeführt von so einem absoluten seltsamen Kommunisten, ist im Boot mit der Gates Foundation und dem ganzen Zeug. Ähm, ist sogar noch viel, viel gefährlicher mit den ganzen äh, Kapazitäten, die heute existieren, weil Verteidigungskapazitäten sind auch gleichzeitig Angriffskapazitäten. Das ist einfach so. Ähm, aber wenn eine Pandemie kommt, ja, Smallpox, was auch immer. Es wird Maßnahmen geben und es wird auch Maßnahmen brauchen. Das ist halt das Paradoxe. Du kannst niemandem wirklich trauen. Er ist recht nicht den Schwoblern. Er ist recht nicht irgendwelchen komischen Influencer Stars. Ja. Das ist einfach schwierig. Und wie gesagt, wir leben halt in dem Zeitalter. Gerade jetzt, künstliche Intelligenz ist reif geworden, Robotik ist reif geworden. Du brauchst die meisten Menschen nicht. Also du kannst halt viele Jobs ersetzen durch Computer und so. Das heißt, die meisten Menschen, ähm, die produzieren gerade mal so viel an Wert, dass es halt für die Menschen selber reicht und ein bisschen mehr noch ähm, reicht für die Bedürfnisse anderer Menschen und, und dann ein bisschen, was noch übrig bleibt, wird halt dann, oder ein bisschen mehr, was übrig bleibt, wird abgeschöpft für die Regierung. Aber das ist nicht mehr so viel. Das heißt, der Normalbürger wird einfach nicht mehr gebraucht und jetzt hast du halt eben. Neueste Biowaffen, Weltkriegsgefahr, das ist super heikel. Also viele Leute spüren es auch einfach durch, ähm, wenn halt viele Leute, die wohlhabend sind, sich aus den Märkten zurückziehen oder sich einfach gewissermaßen aufstellen und die Mieten explodieren und andere Sachen, Kosten explodieren. Einfach so, als, als würden viele Leute, die halt äh, einflussreicher sind, als würden die wissen, da kommt irgendwas ganz Großes. Und ähm, man will jetzt nicht mehr in die Leute investieren, bevor es halt alles richtig explodiert, ähm, weil du weißt nicht, wer hinterher noch übrig ist. Oder was noch übrig ist. Also das ist eine super gefährliche Situation, in der wir uns hier, eben hier befinden. Ähm, dann hier im Chat: Karl fragt: Hallo Alex, werden deine englischsprachigen Bücher demnächst auch als physische Taschenbücher erhältlich sein? Ähm, ja, das ist korrekt. Also das eine ist schon als Taschenbuch erhältlich. Ähm, das habe ich mal ausgetestet. Ähm, wenn du so ein Kindle-Buch drin hast, ein E-Book hier ähm, Englisch hast dann kannst du auch über Amazon eben eine Papierversion veröffentlichen. Die wird gedruckt von Amazon. Das ist wahrscheinlich inzwischen so vereinheitlicht, weil diese Paperbacks, die werden ja meistens hergestellt inzwischen auf denselben Maschinen von HP oder anderen so Großmaschinen. Und die Druckkosten sind, sind verhältnismäßig günstig, aber Amazon macht es halt so, die verkleinert die Schrift nochmal absichtlich, damit halt dann ähm, halt weniger Papier gebraucht wird. Und das war für mich halt erstmal so ein Experiment, weil ich habe dann gesagt, okay, probieren wir es halt mal aus. Mit meinem englischen Buch ähm, Real Anti-Communism and the Third World War. Das ist praktisch die englische Version, ein bisschen verändert. Ähm, also die englische Variante von Deutschland im Dritten Weltkrieg. Äh, habe das mal ausgetestet und, und die, die ersten Leute, die das gekauft haben als Paperback, die sagen, ja, es passt. Also Druckqualität ist gut, äh, Schrift ist klein, aber lesbar, passt. Okay. Also kann ich dann die anderen eben auch. Ähm, als Paperback veröffentlichen. Und, ähm, ähm ja, das ist, das ist eigentlich so kein Problem. In dem Sinn. Und Amazon druckt das Ganze dann selber. Also, wer meine deutschen Bücher hat, ähm, das, gesagt, wer, wer meine deutschen Bücher hat, der braucht jetzt nicht unbedingt die englischen Bücher, weil das eigentlich immer sehr deckungsgleich ist. Ähm, oder es, ähm, es handelt sich um komplette Übersetzungen. Also zum Beispiel Evil Decoded statt das Böse entschlüsselt. Oder mein Buch über Verschwörungsmedien. Geheimdienstlicher Einfluss auf Verschwörungsmedien gibt es auf Deutsch und als Englisch, ist eigentlich absolut identisch. Ähm Hier heißt es, äh, kannst du es auch mal als PDF anbieten bei dir auf der Seite? Wie viel Anteil kassiert Amazon? Ähm also man, man kriegt meine englischen Bücher als PDF ähm, über Patreon. Also einfach suchen im Recenter oder halt mich auf Patreon. Und da gibt es, ähm, glaube ich, zwei meiner Bücher im Moment als zwei meiner englischen Bücher als PDF. Also da kann man die halt dann unabhängig lesen von dieser, äh, dieser Kindle-App. Weil Kindle hat halt Kopierschutz und dann kannst du bestimmte Sachen nicht einfach so ähm, benutzen. Wie viel Anteil kassiert Amazon? Ähm, das ist, kannst du dir raussuchen, es gibt irgendwie so ein 70%. Um, Royalty Modell und ein 30% Royalty Modell äh, ist, kannst du dir raussuchen, je nachdem, wie dann die anderen Gebühren verrechnet werden. Also ich wähle immer diese 70% und fertig aus. Ähm. Dann ähm. Hier ist es von Al Kai oder Asai, ähm, wo die Lockdowns in anderen Staaten die noch diktatorischer waren wurden die Lockdowns in anderen Staaten, die noch diktatorischer waren, auch von der deutschen Politik beeinflusst. Also es ist in Bezug auf den einen Typen hier im Chat ähm, war dieser Kommentar gedacht. Ich meine, das habe ich auch immer den Leuten erklärt. Ja, schau dich mal die Türken. Ja, warum, warum sollten die Türken sich, haben die Türken diese Maßnahmen gemacht? Warum haben andere Länder solche Maßnahmen gemacht? Ja? Wegen Drosten wohl kaum, wegen Bill Gates wohl kaum. Die die anderen Länder konnten machen, was sie wollen. Ja, und das, das war halt immer so dieser logische, diese, diese, diese logischen Widersprüche, äh, was bei dem, was diese Corona-Aktivisten da gebracht haben. Ähm, und ich habe ja mit manchen auch so mal abseits, abseits von meinen Medien hier mal diskutiert und die, die wollten dann immer irgendwie rum, um diese logischen Probleme. Da haben sie da angefangen, ja, die anderen Länder interessieren mich nicht. Mich interessiert ja nur Deutschland. Ich mir, ja, aber du, du wirst doch wohl ähm, bei einer globalen Pandemie die einzelnen Länder miteinander vergleichen wollen. Wenn du die deutschen Maßnahmen einschätzen willst, wie die sind, musst du erstmal die Fachliteratur lesen, was die Leute nie gemacht haben. Ähm, also richtige Fachliteratur. Und zweitens musst du halt auch dann die deutschen Maßnahmen mit anderen Maßnahmen vergleichen. Nee, das interessiert mich nicht, was die anderen Länder machen. Oder es hieß dann immer so, ja, die anderen Länder wurden gezwungen, da mitzumachen. Ja, wie? Äh, die Amerikaner zwingen jetzt die Russen bei einer, beim Corona-Ding fake mitzumachen? Oder was, was, soll, was soll dieser Quatsch? Ähm, oder ja, und die Länder waren dumm. Ja, nee, die haben ihre eigenen Experten, die sind nicht dumm in dem Sinne. Oder was war noch? Ja, äh, die anderen Länder wollten das auch irgendwie machen, um ihre Leute besser zu kontrollieren. Ja, viele Länder kontrollieren ihre Leute mehr, als die deutsche Regierung die Deutschen kontrollieren. Also, das ist halt einfach, um es kurz zu fassen, Verschwörungsinfluencer, die nichts können da draußen, die immer nur auf ihr Publikum ihr Publikum abmelken wollten, die sind auf den Trend aufgesprungen, glauben den, den Schwachsinn sogar selber haben damit zeitweise abkassiert. Das ist eigentlich alles. Diese Leute sind so dumm und so ferngesteuert, die wissen noch nicht mal, wie, wie Müll ihre eigene Szene ist. Ich habe eine ganze Studie dazu veröffentlicht, 200 Jahre Verschwörungsmedien, absolut Müll. Und diese Verschwörungsmedien, die wichtigsten, gehen auch noch zurück auf die Imperien. Ja, und deswegen kannst du halt solche Leute dann überhaupt nicht gebrauchen, sondern musst halt eben dann selber deinen Grips anstrengen. Ähm... Dann hier äh, die Frage: Was ist der Unterschied von Mysterienkulten und dem Glauben an Jesus und Religion allgemein? Ähm, naja, das erkläre ich ja in Band 2 meiner Buchreihe über die Supermächte. Also, die Mysterienkulte waren unglaublich vielfältig und es gab dann immer 20, 30 Versionen von derselben Geschichte. Äh, Vers Versionen von jedem Ritual, Versionen von jedem Namen. Also, es wurde einfach kopiert und kopiert und kopiert wie so ein Meme oder wie so eine Verschwörungshypothese, die durchs Netz, durchs Internet rumgeistert. ja? Und, ähm, Jetzt so, die relevanten Mysterienkulte waren halt super exklusiv, nur ganz wenige Leute durften da rein. Ähm, und es war halt eben geprägt von äh, psychopathischen Ritualen und eben dem massiven Konsum von Psychedelika und anderen Drogen. Ähm, also ich meine, jeder Gläubige denkt ja oder spürt, er ist in Kontakt mit Wesen, mit Ent Entities. Ja? Und die reden zwar nicht direkt unbedingt mit dir, aber die sind irgendwie da. Und das ist bei den Mysterienkulten nicht anders. Aber die haben tatsächlich ähm, die Vorstellung, also die Mysterienkulte hatten die Vorstellung, du kannst dir diese Entitäten nutzbar machen. Also du kannst mit bestimmten psychopathischen Ritualen ähm, kannst du dir die Kräfte zu eigen machen von zum Beispiel Dämonen. Also Dämonen, die eigentlich auch eher als negativ betrachtet wurden, du kannst die für deine Zwecke begrenztermaßen eben benutzen. Ja. Also, das, da gibt es so große Unterschiede zwischen den antiken Mysterienkulten und jetzt dem frühen Christentum. Das spätere Christentum war ja in der Hand von, von Rom. Äh, das ist dann nochmal was anderes, aber gibt schon große Unterschiede. Und ich meine, es ist, es ist mir schon im Nachhinein jetzt, ähm, nach so vielen Jahren, ist mir das natürlich schon ein bisschen klarer geworden. Ich hatte letztens noch eine Sendung mit äh, Benjamin Baruch über halt äh, Christentum, Mysterienkulte im Laufe der, der Jahrhunderte und man, man kann sich schon vorstellen, dass damals einfach unter diesem dieser römischen Kontrolle, dass Leute einfach die Schnauze voll hatten von diesem Imperialismus, von diesen stinkreichen Bastarden, die halt dann äh, ja diesen Mysterienkulten frönen. Also du wirst im Prinzip regiert von diesen absolut krassen Satanisten und die haben überall ihre Spione äh, und äh, irgendwann reicht's. Ja und du willst einfach eine Religion haben, die äh, gegen den Imperialismus ist. Das frühe Christentum und die auch gegen diese Mysterienkulte ist. Ähm, das ist halt schon wichtig. Ähm, ich habe auch in, ähm, in ein oder zwei meiner Bücher, habe ich auch noch mal das auseinandergekramt mit den, ähm, den äh, Biowaffen in der Antike. Also gibt es eine gute Studie von Adrian Mayer, äh, äh, Scorpion Bombs, Poison Arrows, Greek Fire. Ist eine sehr gute Studie, müssen wir eigentlich noch viel, viel mehr dazu machen. Ich habe das ja auch um, alles Mögliche natürlich dann ergänzt und das Ganze in den Kontext gerückt. Ja, Und äh, da hat man eben dann gesehen, dass einfach, äh, es einfach eine antike biologische Kriegsführung gab. Die hatten Mysterienkulte mit ihren Tempeln und in den Tempeln hatten sie Gefäße mit Erregern und haben das auch eingesetzt. Und die haben das halt immer so in, also, also verbunden mit diesen Göttervorstellungen. Also die Apollo und die... Diese schwarzen Pfeile und die unsichtbaren Pfeile und, und diese ganzen Symboliken, da ging es um biologische Kriegsführung. Ähm ja, und natürlich, das äh, kläre ich auch im Band 2 meiner Buchreihe über die Supermächte, ähm, vieles ist einfach aus der Vergangenheit nicht so rekonstruierbar. Also wenn es jetzt um bestimmte religiöse Mythen geht und um Geschichten geht und so, vieles ist einfach verloren. Das ist weg. Also müssen wir uns halt jetzt auch unseren Kopf anstrengen, müssen auch moderne Wissenschaft benutzen, wie die Wissenschaft über das Böse, um halt eben wirklich was zu verändern. Also ich mochte das nie, wenn, wenn manche Christen sagen, ähm, es geht ihnen nur um die eigene Errettung, hau Hauptsache man ist gläubig, alles andere passiert, wie es halt eben dann passiert. Also, das ist, also damit kann ich, konnte ich mich nie anfreunden, sondern äh, du musst dich da halt schon richtig beteiligen. Also, dann. Um. Hier schreibt Peter im Chat. Guten Abend, Herr Benisch. Ich verfolge Ihre Arbeit schon seit ein paar Jahren, schätze Ihre Expertise in den Bereichen der Geheimdienste, Geschichte und des Adels sehr. Ich halte sie so weit, äh, dass ich das überblicken kann. Auf diesen Gebieten für eine der interessantesten Figuren im gesamten deutschsprachigen Raum. Allerdings war ich von Beginn. 2020 an skeptisch, was ihre Einschätzungen zum Thema, jetzt springt mir der Chat hier, ähm ja, äh, was ihre Einschätzungen zum Thema Pandemie betraf, ich habe sie weiterhin verfolgt, weil ich wie gesagt bis heute viel von ihrer Arbeit in anderen Gebieten halte, so also sehe bis heute keinen Grund, sie jetzt sozusagen zu ignorieren, so wie das einige andere getan haben. Genau, dann geht es um diese Robert-Koch-Institut-Files. Naja, das, ähm, das Robert-Koch-Institut, ich habe das ja historisch mal aufgearbeitet, wie Robert Koch zurückgeht auf den Adel, wie das Institut zurückgeht auf den Adel. Also, du hast die, die, dieselben adligen Wurzeln, adlige Wurzeln bei der Pharmaindustrie, die die Produkte herstellt, die uns schützen können. Dieselben Wurzeln beim, beim Robert-Koch-Institut und bei anderen, anderen Stellen auch noch. ja also Das heißt, die einen sind so eine staatliche Stelle, die anderen sind so eine Wissenschaftsvereinigung und die anderen sind die, diejenigen Firmen, die die Produkte herstellen. Und es soll eigentlich so eine Trennung sein, dass halt die einen machen die Produkte, die anderen schauen, sind sie sicher und die anderen schauen, ist das notwendig, äh, ist das zu empfehlen und so und bla bla. Ähm, aber es geht alles auf das gleiche Ding zurück. Und genau diese. Kreise, diese adligen Kreise, die dahinter stecken, die kontrollieren auch die gesamte Biowaffenforschung. Ich weiß ganz genau, wie gefährlich das ist. Also, niemand kann mir da oder konnte mir jemals irgendwie, niemand konnte mir den Vorwurf machen, ich würde das unterschätzen. Aber auf einer, ähm, auf einer rein wissenschaftlichen Ebene, wenn eine neue Krankheit auftritt, ja, äh, musst du wirklich vorsichtig sein. Ähm, der Angriff, also, das, das kann von allen möglichen Akteuren gekommen sein. Covid. Es können Terroristen gewesen sein, staatliche Akteure. Das wirst du wahrscheinlich nicht rausfinden. Das können die Chinesen verbockt haben. Äh, jemand kann den Unfall den Chinesen untergeschoben haben. Also man, man bringt es dann aus in Wuhan und so. Ähm, um die Supermächte auszubremsen, alles auszubremsen, kann so vieles sein, was dahinter steckt. Und du musst dann drauf reagieren. Und ich habe das habe ich auch vor der Pandemie gesagt. Ich habe vor der Pandemie Band 3 rausgebracht, meiner Buchreihe, über die Royal Society, über die Biowaffen, vor, kurz vor der Pandemie. Ich war voll eingearbeitet in das Thema. Habe auch klargestellt, ähm, ähm, da kann alles passieren. Diese Leute sind gefährlich. Ähm, aber die, die Wissenschaftler haben, all, all, alle möglichen Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben gesagt, es, es wird irgendwann mal die nächste Pandemie kommen. Dann stehen wir erst einmal ziemlich dumm da äh, und müssen halt improvisieren. Und das hast du halt in so vielen Staaten gesehen. Also auch wenn jetzt halt wieder irgendwas rauskommt über das Robert-Koch-Institut, das betrifft einen Scheiß, was die Franzosen gemacht haben. Das hat auch einen Scheiß zu tun mit dem, was eben dann äh, viele andere Länder gemacht haben, weil einfach das Robert-Koch-Institut nicht anderen Ländern befehlen kann, was sie zu tun haben. Also vor allem nicht den Türken. Was haben die Türken da Maßnahmen gehabt und ihre, mussten ihre schwächelnde Wirtschaft eben damit noch weiter schwächen? Warum haben die Türken das gemacht? Wegen dem Robert-Koch-Institut? Nee. Ja, oder die Russen oder die Chinesen? Alle Maßnahmen. Die Chinesen hatten die krassesten Maßnahmen. Ja, die Russen hatten krasse Maßnahmen immer wieder, haben sie gelockert. Äh, die, das russische medizinische System ist, ist im Eimer, die Leute haben da keine richtige Versorgung. Es starben extrem viele Russen, es starben auch extrem viele Amerikaner. Ähm, aber wie gesagt, die Aktivisten waren dann so fanatisch, dass sie alles ausgeblendet haben, was ihnen nicht gefallen hat. Also, wie gesagt, in Amerika, über eine Million Tote. Elendig verreckt. E über eine Million Tote. Elendig verreckt. Und dann weitere Millionen Amerikaner, die nicht mehr richtig arbeiten konnten, die, die, ihr Leben ist vorbei. Ähm, alle möglichen Schäden. Aber das wurde komplett ignoriert von den Aktivisten. Das war für die einfach uninteressant. Und es war so krank, diese ganzen die, diese ganze Aktivistenmüll. Und dann äh, wurde das halt über Nacht zu so einer Sekte. Und da gab es dann Leute in der ganz normalen Bevölkerung. Die, der eine äh, kam dann im Internet auf diesen Wahn. Und dann, wenn andere Freunde, Familie gesagt haben, du, pass auf, ich kann damit irgendwie nichts anfangen, hat derjenige sich dann aufgeregt, und wird mit denen nie mehr ein Wort sprechen und bla, 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 bla. Ja? Und das, das war einfach ein, 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 ein unglaublicher Wahn. Und da stecken zum Großteil auch die Russen dahinter, weil sich zu Hause haben die Russen diesen Aktivismus streng verboten, damit sie selber nicht destabilisiert werden. Im Ausland haben die Russen das gepusht. Ja? Und das war ja klar, dass halt dann irgendwann das aufgearbeitet wird in den folgenden Jahren, dass man halt sieht, ja, man hätte das vielleicht so machen können, hätte das vielleicht so machen können. Das kannst du im Nachhinein natürlich sagen. Aber wenn die Pandemie frisch ist, wirst du erstmal auf Nummer sicher gehen. Ja? Und vieles war unbeantwortet und es ist klar, dass du im Nachhinein irgendwelche Sachen findest. Aber was natürlich dann diese, was dann diese, diese kompletten Lappen da draußen, also wie gesagt, diese Promi-Influencer und so, was die natürlich machen ist die suchen dann alles, was sie irgendwie finden können, um zu sagen, sie hätten voll und ganz recht gehabt. Aber was haben sie denn gesagt? Sie haben gesagt, die Pandemie sei fake. Das sei ein komplettes Fake, das sei ein harmloser Coronavirus, völlig belanglos. Und, und äh, irgendwie ähm, die Bill Gates Verschwörung hätte dann alles unter Kontrolle gehabt. Jedes Labor und die hätten alle irgendwie geschnallt, dass es fake ist. Man hätte aber dieses Fake dann durchgeführt. Wie bitte? Also habe hab ich alles durchgekaut, tausendmal. Aber wie gesagt, die meisten Leute da draußen sind nicht in der Lage, Informationen zu verarbeiten. Das sind sie einfach nicht. Also das dauert wirklich noch, bis die mal irgendwie in der Lage sind, irgendwas zu bewerten. Meistens gucken die im Netz rum, schnappen irgendwas auf, was auf sie zugeschnitten ist und das ist es dann. Das ist es dann, ja. Also man, ist, man findet eine sehr detaillierte Aufarbeitung in meinem Buch Covid und die Zukunft der Biosicherheit. Also ich analysiere nicht nur Covid, sondern eben auch das ganze große Ding drumherum und was es für die Zukunft bedeutet, ja. Und äh, da ist eigentlich, da ist eigentlich mehr als genug drin, was, was äh, mit dem Thema zusammenhängt. Ähm also dann, ähm, Dann heißt es, ähm, ja, dann geht es noch um die Impfungen. Ich meine, da wurde ja auch so viel Stuss erzählt. Also es gibt so viele Leute, die sind verreckt an Covid ähm, oder haben jetzt Schäden und, und sind gesundheitlich angeschlagen und so und haben sich dann mal infiziert mit dem Virus. Also haben sich so viele Leute Schäden eingefahren. Aber das blenden die Aktivisten aus. Die, die suchen dann irgendeinen Stuss im Internet und sagen dann, die, die Impfung war das tödlichste auf der ganzen Welt. Und dann sind sie natürlich dann gegen alle Impfungen. Ähm, aber da ist, da findest du die große Verschwörung nicht. Das ist der falsche Ort. Das ist wie mit den Windmühlen von Zion. Das heißt, du strampelt dich da ab am falschen Ort. Ähm, das ist die, die die Aktivisten haben da mehr Schaden angerichtet als sonst irgendwas, aber sie wollen als Helden dastehen. Sie wollen eben einen Orden verliehen bekommen. Sie wollen wie im Star Wars-Film, wollen sie die großen Rebellen sein. Ähm, aber sie sehen nicht, was für einen Schaden, massiven Schaden sie angerichtet haben. Ähm. Das, ich meine, die, die Influencer können das sowieso nicht zugeben, weil wenn die Influencer sagen würden, sie haben sich da geirrt und sie haben sich auch mit den Russen geirrt, ähm, dann sind sie halt über Nacht alle Follower los. Alle Follower los. Und in den Mainstream zurück können sie nicht, weil sie zu radikal waren in allen Bereichen. Also sind sie gefangen. Das heißt, sie können ihrem Publikum gar nicht mehr die Wahrheit sagen. Können sie nicht. Und das sieht man halt eben jetzt auch mit der AfD und mit anderen Themen wo ich lange darauf zu sprechen komme, Leute haben sich da so reinbuxiert in eine Situation, dass einfach die, die klassischen Fehler und neue Fehler, dass sie immer wieder und wieder wiederholt werden. Das ist einfach so institutionalisiert worden. Äh, und die Leute werden halt dadurch immer dümmer und dümmer. Und beim nächsten Virus, da laufen sie dann vielleicht mal richtig komplett rein. Ja, kommt irgendwie Smallpox und es heißt dann, nö, das ist fake und das ist fake oder so. Das ist halt eben brandgefährlich. Ähm Ja, ist es für die Hörbücher, kann ich die App Musicallet empfehlen? Ehrlich. Das ich... Also es gibt, glaube ich, bei Amazon auch eine E-Book-Funktion und dann gibt es halt eben noch irgendwie Audible oder so. Also. Dann heißt es hier... Uh, hier ist von Peter, ich gönne Alex das sehr, in Amerika leben und arbeiten zu dürfen. Nee, ich meine, ähm, was halt für mich eben auch so interessant ist an, an North Carolina, weil ich ja gesagt habe, ähm, ich habe Familie in North Carolina. Äh, Jeff Nyquist, mit dem ich die englische Sendung macht, ähm, hat so, ein, so ein wohlhabende Kontakte, die halt auch was Größeres aufziehen wollen in North Carolina. Ähm, und vor allem so in dieser Mountain Region, also so die bergige Gegend, ähm, so, im, äh, so im Nord, also vor allem so im Nordwesten ähm, ähm, von North Carolina, was eben da auch wichtig ist, du kannst da billig, billig Grundstücke kaufen, ja, das heißt, wir reden da von Acres und also irgendwie so ein, ein, eine Unit ist da so fast 5000 Quadratmeter und da kannst du dann sagen so, ja, du hast da eine Straße, äh, wenn du Glück hast, auch Stromleitungen ja, und, und Wasser und alles. Ähm, aber du kannst dann sagen, ja, du kaufst dir halt mal ein paar Acres oder was und dann hast du halt wirklich dann um dich rum einfach Wald. Ja? Du hast einfach um dich rum Wald und du hast da eine Ruhe, du hast keine Nachbarn, keine Direkten. Äh, du hast da vielleicht ein, zwei Straßen, die da rein und raus gehen, oder halt ein, zwei, drei Straßen, die da irgendwie durchgehen. Und ähm, wenn mal irgendwie Not am Mann ist, was ist es? Irgendeine Smallpox. Pandemie oder, oder große Unruhen oder sonst irgendwas, da kannst du dann mit deinen halt weit entfernten Nachbarn kannst du halt dann so die Straßen sperren äh, und dann hast du dann eine Ruhe. Yeah. Ähm, ich bin ja ähm, wie gesagt, ich brauche meine Familie, ich brauche so ein paar bestimmte Kontakte, aber ansonsten äh, brauche ich jetzt nicht irgendwo in Clubs gehen oder in, ins Kino gehen oder jetzt irgendwie so Menschenmassen. Oder Konzerte, das brauche ich alles nicht. Ne? Was ich brauche, ist einfach meine Ruhe und Platz. Ja, also das ist, das ist halt völlig anders als hier. Ich meine, wir haben auch hier ein bisschen Platz und so. So ein bisschen Grün um uns rum, ein paar Bäume um uns rum, aber äh, man sitzt da halt dann doch auf den ganzen anderen Leuten irgendwie mit drauf. Also, ähm... Dann heißt es, äh, Medienschaffende, die in der Öffentlichkeit stehen, werden auf andere Art und Weise unter Kontrolle gehalten, nicht nur durch den, durch den juristischen Krempel. Ähm, dann heißt es hier im Chat noch, kommt deine Mutter mit in die USA? Ähm, die ist jetzt in Rente seit, seit kurzem. Ähm, also meine Mutter ist in Rente, abbezahltes Haus. Ähm, aber Sie, sie hat eigentlich auch hier nicht so unbedingt also sie ist eigentlich sie ist schon irgendwo verwurzelt hier in, in Franken aber sie hat auch ihre Probleme mit den Leuten hier und äh, also wenn es nach ihr ging würde sie eigentlich die ganze Zeit jetzt nur noch rumreisen Italien oder was und und einfach nur halt raus hier ja ähm, Also das kann natürlich auch sein, dass die sich dass sie dann auch irgendwann mal sagt ähm, nee, sie probiert es mit North Carolina irgendwie da mehr oder was oder. Vielleicht ein bisschen weiter im Süden, wo es noch wärmer ist. Kann durchaus sein. Ich meine, wenn die Russen da mehr machen, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, äh, komme ich zurück zu meinen, zu meinen Notizen hier, zu aktuellen Themen. Ähm, also, da haben wir das hier. Ja, also, es geht um die AfD und es geht um das Kompaktmagazin. Also, manche AfD-Leute werden jetzt sichtlich nervös wegen Russland, wollen da vorsichtiger öffentlich auftreten. Irgendjemand hat letztes Mal was gepostet auf Twitter oder Ex ähm, über Beatrix von Storch, die geborene Herzogin von Oldenburg, ja, ähm, mit ihren Organisationen, wie krass die da mit den Russen rummacht. Also, das kannst du so nicht mehr auseinanderziehen. Das ist auch alles dokumentiert, auch durch Geheimdienste. Vor allem auch amerikanische und britische Geheimdienste. Äh, die wissen sowieso alles, was die Beatrix von Storch macht, würde ich jetzt mal vermuten. Ne? Und, ähm, andere hatten auch komische Russlandreisen und ganz komische Kontakte und so. Das werden die Geheimdienste auch wissen. Also, jetzt, wenn das Verbot in der Luft hängt von der AfD, es wird ja viel darüber geredet. Das Verbot ist dann im Sack, wenn halt eben äh, die Geheimdienste Material liefern, auch, auch ausländische Geheimdienste Material liefern, äh, über äh, absoluten Rechtsextremismus, krasse Pläne für die Zukunft äh, und wenn man diese Russen-Connections nachweist. Also, wenn halt irgendwie. Ja, wenn man irgendjemanden erwischt, der mit den Russen irgendwas krasses abspricht, irgendwie so, um da Grenzen zu verschieben, in solchen Fällen, da gibt es ganz krasse Gesetze dafür. Und dann könnte es ja, denke ich mal, eine Partei auch relativ leicht verbieten. Das kommt immer nur auf das Beweismaterial drauf an. Und jetzt sind manche halt in der AfD ein bisschen panisch und wollen da eher so ein bisschen Distanz halten. Aber diejenigen in der AfD, die da mehr Distanz wollen, ja, also die in der AfD, die mehr Distanz wollen von den Russen, die stoßen wahrscheinlich da jetzt auf eine Mauer. Weil du kommst in der AfD gar nicht mehr vorwärts, äh, wenn du da gegen den Strich gehst, wenn du halt gegen die Linie gehst. Also das ist eigentlich so nicht mehr reparierbar, was die AfD da gemacht hat. Ähm, da kannst du jetzt nicht schnell mal irgendwie 5 vor 12 nochmal irgendwie diese ganzen Probleme lösen und irgendwie so ein paar Chats löschen und ein paar irgendwie äh, andere Sachen und so, ups, ich habe meinen Reisepass verloren. Ha, sorry, keine Stempel mehr drin. Äh, beantrage ich einen neuen mit der Leers. Ähm, das funktioniert nicht mehr, das ist eh alles dokumentiert. Also die, die Kiste ist schon gelaufen und abgefahren. Also der Zug ist abgefahren. Ähm, es kommt darauf an, was die Geheimdienste, die westlichen Dienste alles gesammelt haben mit die AfD. Da, darauf kommt es jetzt eigentlich an. Nicht, ob jetzt noch irgendwas so verschleiert wird. Ähm, und dann hatten wir noch das jetzt mit der im Zusammenhang mit, der, mit dem Kompakt-Magazin. Ähm, die Kompakt hat ja so krass hier sich eingesetzt für die AfD. Eigentlich nur weil die AfD pro Russland ist so sehe ich das zumindest. Also wie es gab ja schon mal früher eine AfD dann irgendwelche Sachen, da dann irgendwie so ähm, dieser ähm, dieser Lucke und so, die haben dann für irgendwas abgestimmt, was den Russen ein Dorn im Auge war und sofort hat die Kompakt sich aufgeregt über die AfD. Und dann so, niemand braucht so eine AfD, die gehen mit den Kriegstreibern, bla 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 bla, agitieren dann gegen die AfD. Und ähm, es gab so viel Werbung für die AfD, dass halt dann andere gesagt haben: Ja, ist es verdeckte Parteienfinanzierung, wenn die AfD halt, wenn die Kompakt halt eben so eine fahrbare Bühne jetzt hat, macht so eine Tournee und da treten dann AfDler auf und so und da, da, da. Ist es nicht eine Leistung, die da fließt in irgendeiner Form? Ist es nicht verdeckte Parteienwerbung oder verdeckte Parteienfinanzierung? Und ja? ähm, dann wurde die AfD halt nervös. Und jetzt äh, meinte mir die Kompakt heute oder gestern, sie haben da jetzt so eine einstweilige Verfügung oder was unterschrieben ähm, und ähm, ja, man will das Ganze jetzt ein bisschen auseinanderziehen. Wie man das auseinanderziehen will, das, da bin ich mal gespannt drauf. Und dann kam der Spiegel jetzt und hat, ähm, und der Spiegel hat jetzt halt eben so ähm, einen Artikel veröffentlicht zum Kompakt Magazin, welche Investoren da mit reinfließen, also welche stillen Teilhaber es gibt bei der Kompakt woher der Spiegel die Informationen hat. Keine Ahnung. Wink, wink, nudge, nudge. Der Spiegel hat ja immer interessante äh, Quellen. Ähm Und ähm ich meine, fairerweise, wenn er kompakt irgendwie Material in den Briefkasten fliegt, dann würden die es wahrscheinlich auch verwenden. Aber ja, wenn irgendjemand sonst äh, Sachen in den Postkasten fliegen, wird es halt eben anscheinend auch verwendet. Ich meine, ist ja lustig, wenn die Kompakt sich dann irgendwie einsetzt für Julian Assange, weil er halt Sachen geleakt hat gegen die USA, aber wenn halt dann mal irgendwelche anderen Leaks kommen gegen die Kompakt, ist das Geheule natürlich dann immer irgendwie groß. Und auch generell, irgendwelche Dissidenten in Russland werden vernichtet, umgebracht, gefoltert. Da scheint die Kompakt sich nicht groß irgendwie darüber aufzuregen. Habe ich zumindest nichts darüber gesehen. Aber wenn die Kompakt mal irgendwelche Konsequenzen hat, ja, das Bankkonto wird ihnen gestrichen von der Sparkasse, es wird jetzt nicht mehr in diesen Kiosken verkauft oder so, in diesen Bahnhofsdingern, dann schreit die Kompakt natürlich. Oh, wie ungerecht, ja. Ähm, ich meine, es ist krass, dass bisher noch nicht krassere ähm, Maßnahmen ergriffen wurden gegen die Kompakt, aber da kommt noch viel mehr. Das ist erst der Anfang, ja. Also wenn der, der, der alte Elsässer mit seinen Kissen und den Augen meint, er kann diesen Kampf noch aufnehmen, hier in seinem fortgeschrittenen Alter, der sollte eigentlich lieber ins Altersheim gehen, ja. Also die Sache ist wirklich gelaufen. Ähm, jetzt haben sie erstmal gesagt: Ja, wir haben genügend Geld auf der hohen Kante für etwaige Probleme äh, und äh, sie wollen es halt irgendwie ausgleichen, dass diese Kioske nicht mehr das Blatt verkaufen. Dass diese ähm, Kioske halt da irgendwie nicht mehr ähm, das Blatt verkaufen, das können sie irgendwie ausgleichen. Jetzt reden sie davon: Oh, das wird ein längerfristiges Problem und die verlieren dann jeden Monat irgendwie 50.000 Euro oder so und dadurch wie nach eigenen Angaben könnten die dann sehr schnell in die roten Zahlen reinrutschen und da auch nicht mehr rauskommen. Ähm, wird man sehen. Wird man sehen. Ja. gab ja so ein bisschen so einen Höhenflug mal jetzt bei der Kompakt und jetzt geht es anscheinend richtig fett abwärts. Ähm, ich meine, es werden auch Sachen angedeutet im Spiegelartikel. Also wenn halt irgendwelche Leute da Geld reinstecken in die, in die Kompakt, ähm, Bestimmter Merchandise wird verkauft, diese halt super teuren Gedenkmünzen mit irgendwelchen Gesichtern drauf. Ich meine, wer weiß, wo wer, wer das alles so gekauft hat in der Vergangenheit, ja, und wer da dahinter steckt. Das, das kann ich nicht wissen, das kann die Kompakt auch oder muss die Kompakt auch nicht zwangsweise wissen. Ähm, ist auch nicht die, die, Aufgabe, die Aufgabe der Kompakt, das so rauszufinden, wo das ganze Geld herkommt, aber andere können das halt rausfinden, wo das Geld herkommt. Wird man sehen, was da für Überraschungen noch kommen. Ja. Ähm also, das heißt, Leute, die der AfD spenden, so Unternehmer, so ein paar Multimillionäre und so, ähm, die solche Leute sind, als halt auch dann so beteiligt an der AfD. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wenn die AfD, äh, wenn, die, wenn die Kompakt jetzt halt nicht so pro Russland wäre, wenn die Kompakt nicht so diese Hoffnung nähren würde, oh, die Russen retten uns, ja. Oder wenn die Kompakt nicht so krass pro AfD wäre, von wegen, die AfD rettet uns und wir ignorieren mal die ganzen Probleme in der AfD. Ähm, wir ignorieren die ganzen Risiken, die sich da aufgebaut haben und die auch nicht mehr weggehen. Ähm, wenn dieser Hype generiert wurde, dann kommen die Investoren und geben der Kompakt Geld. Wenn man diesen Hype nicht gefahren hätte, ja, dann wären wahrscheinlich auch keine Gelder gekommen. Dann wäre das halt irgendwie so Jürgen Elsässer in seinem Wohnzimmer. Der halt dann eine Webseite betreibt oder vielleicht ein paar Hefte verkauft, aber das wäre es dann auch schon gewesen. Also die ganzen typischen Aktivisten da draußen, und das sind eigentlich immer die gleichen. Also, wenn irgend sowas ist, das ist vielleicht so ein harter Kern von so 150.000, 150.000, 200.000, ähm, vielleicht so 200.000 Leute hier in Deutschland, die halt so richtige hardcore truthers sind, so pro Russland, pro AfD. Ähm, das sind so die Leute, die Geld ausgeben, das sind so die Leute, die halt rumklicken und Dings und Bums machen, ne? Ja? Es sind immer die gleichen. Und die machen halt so viel Wind, aber. Äh, ja Und dann gibt es halt noch einen äußeren Ring. Das sind halt so diese Gelegenheitsaktivisten, die ja jetzt nicht so richtig krass daran beteiligt sind. Ähm, aber mehr ist das eigentlich erstmal nicht. Ja, und, ähm, und jeder Aktivismus, der dann passiert durch diese Hardcore-Leute, jedes bitteren Aktivismus. Wird dann eigentlich ähm, ausgeglichen oder sogar übertroffen von Aktivismus, den dann die Linken machen. Also, wenn du den falschen Aktivismus machst, also so typisch AfD und typisch Truth, wenn du den falschen Aktivismus machst, ähm, landest du eigentlich im Minus, was den insgesamten Effekt anbetrifft. Weil die Linken können das für sich nutzen und sagen: Schaut her, da gibt es eine extreme rechte Bedrohung, wir müssen jetzt hier und wir müssen da. Und dann kriegen die Linken eben auch Geld. Vom Staat, von hier, von da, von tralala, von irgendwelchen Millionären. Äh, und die Superreichen können auch Geld reinpumpen. Also, wenn die Superreichen wollen, pumpt man hier 10 Millionen in die Linken rein, hier 30 Millionen in die Linken rein, hier 30 Millionen in die Linken rein. Damit kann die Kompakt nicht mithalten. Damit können die Truthers nicht mithalten. Und wenn erstmal die Plattformen bereinigt sind, also jetzt nicht nur halt irgendwie dann halt Facebook bereinigt von den Truthern, ähm, Zeitweise war Twitter bereinigt, dann YouTube bereinigt. Wenn die anderen Plattformen halt eben dann auch noch regulieren, äh, Dings irgendwann mal kaputt ist, dieses Telegram, was wollen die Aktivisten da noch groß machen? Ja. Also das ist schon ein riesen Schaden, der, der da wahrscheinlich entsteht, was die Kompakt da gemacht hat, und was andere auf Telegram auch gemacht haben. Die tun immer so, als seien sie die Helden, aber sie verursachen halt so einen riesen Schaden, der erst in den nächsten Jahren so voll ersichtlich sein wird. Und dann werden eben diese ganzen Webplattformen kaputt sein und niemand kriegt da mehr ein Bankkonto oder sonst irgendwas. Ähm, und ähm, dann ist der Schaden halt hinterher dann umso, umso größer. Ähm, ja, und dann hat der Spiegel halt diese Leute kontaktiert, diese stillen Teilhaber bei der Kompakt bei der so. Ja, was, warum haben sie da sich daran beteiligt? Und dann. Hier, dann bekam man halt die entsprechenden Antworten. Also, zum Beispiel, den einen hat man hier angesprochen. Also, der Spiegel hat die kontaktiert. Und dann kam die folgende Antwort: Also, der Typ meinte dann, er sei gegen die Klimahysterie und den Corona-Wahnsinn. Also, Klimahysterie, ich meine, ich habe ein ganzes Buch geschrieben über die militärische Klimaforschung. Ja, also, äh, ist halt dieses, dieses Klimading ist, dieses Klimading ist, ist absolut grotesk. Ähm, aber selbst die Kritiker verstehen nicht mal, dass das Ganze ähm, auf das Militär zurückgeht. Ja, weder die Befürworter noch die Kritiker haben das jemals rausgefunden, obwohl es gar nicht mal so schwer ist, das rauszufinden. Also ein riesiger Anglo-Apparat Hochadel-Militärs, dieser riesige Anglo-Apparat, hat das aufgebaut, übers Militär, fürs Militär und irgendwann wurde es dann verwendet für die Gesellschaftstransformation. Also es ist nicht eine linke Verschwörung, überhaupt nicht. Linke haben sich dran benutzen das auch. Aber die Klimaforschung äh, gehört jemand ganz anderem. Aber wie dem auch sei. Also, der Typ meinte, er sei gegen die Klimahysterie und den Corona-Wahnsinn. Also, ich schätze mal, der hat noch nie, ein, also noch nie richtige Fachliteratur gelesen. Ähm, kann das gar nicht so auseinanderziehen. Der, versteht, der ist einfach nicht in der Lage, die Pandemie einzuordnen. Die Unterstützung der Ukraine lehne er ebenso ab wie die Masseneinwanderung nach Deutschland. Also, hier wieder: Masseneinwanderung ist natürlich ein Riesenproblem gewesen. Die, die Migrationspolitik war eine Katastrophe, klar. Aber was, was soll dieses Gefasel über die Ukraine? Also, du weißt dann ganz genau, dieser Typ, der dann Geld gegeben hat an die Kompakt, der informiert sich über die Kompakt. Der informiert sich anscheinend über Telegram. Der hat keine richtige Ahnung. Ab und zu ist man natürlich ein Treffer dabei bei den ganz einfachen Themen wie Massenmigration. Oh, du bist gegen Massenmigration. Herzlichen Glückwunsch, ne? Ähm, ist jetzt nicht schwer, das als Problem wahrzunehmen, ja, die, die Einwanderung, aber. Der glaubt halt dann anscheinend alles, was er in den Truther-Medien findet. Oh, die Unterstützung der Ukraine ist schlecht. Die NATO hat einen magischen Knopf, auf den kannst du draufdrücken und dann gibt es keinen Weltkrieg. Wir müssen nur die Ukraine irgendwie im Stich lassen und so. Das, das hängt nur von der NATO ab, ob es einen Weltkrieg gibt. So ein aus, absoluter Schwachsinn. Ne? Null Ahnung von gar nichts. Und dann heißt es noch hier: also wird dann zitiert vom Spiegel. Hier meint derjenige dann so aus seiner Sicht kommt alles, also er sagt dann so aus seiner Sicht kommt alles, was wir hier erleben, von der angloamerikanischen Hochfinanz, Rockefeller, Rothschild, Soros, Gates und was da alles dazugehört. Was, me was meint der Kerl, ähm, wer auf wen das im Kern zurückgeht? Ja, hat der die klassische Meinung übernommen aus der klassischen Verschwörungsliteratur? Interessante Frage. Äh, denn die klassische Verschwörungsliteratur ist ein absoluter Betrug. Ähm, die Verschwörungsmedien gehen seit 200 Jahren auf Regierungen zurück. Vor allem die Briten. Ja? Aber das weiß er natürlich nicht. Er ist bestimmt ein ganz fleißiger Verschwörungsaktivist und, und so, ganz fleißiger Aktivist, aber er hat über seine eigene Aktivistengruppe eigentlich keine Ahnung. Er weiß nicht, wo das herkommt, hat es nie kritisch hinterfragt. So. Und genau so laufen die Leute halt natürlich dann ins Messer. Ähm, ja, und wenn die Namen genannt und so und, und von anderen Leuten, die da Geld gegeben haben an die Kompakt und so. Und ähm, das ist halt so, das ist jetzt halt in der Presse drin. Das heißt, für alle Ewigkeiten können Leute das im Netz nachschauen. Ah, der hat Geld gegeben an die Kompakt und der ist gegen, gegen die Ukraine und so. Ähm, und wenn es dann mal richtig kracht, also halt mit, äh, mit der NATO, gegen die Russen und so. Ähm, dann wirkt sich das, das, diese Aktivitäten diese, von diesen Aktivisten wirkt sich dann umso schlimmer aus. Dann heißt dann für alle Ewigkeiten: ja, du hast diese Leute unterstützt. Und dann gibt es halt eben noch schärfere Konsequenzen. Das ist ja immer so. Die Geheimdienste haben das alles infiltriert. Die wissen ganz genau, ähm, wie die Leute denken, wer Verschwörungsmaterial konsumiert, seit wie vielen Jahren. Das wissen die Geheimdienste ganz genau. Die wissen auch, wer da Kontakte hat zu den Russen in der Politik und wer dann. Auch sonst mit den Russen rummacht, das wissen die westlichen Geheimdienste. Die haben es aber lange Zeit laufen lassen und sammeln mehr Beweise. Und irgendwann können sie halt dann die Beweise nutzen, um Leute zu rekrutieren oder Leute halt eben dann völlig ins Messer laufen zu lassen oder halt irgendwie eine Partei zu verbieten oder halt das Ganze richtig hochgehen zu lassen. Und dann ist das Gejammer wieder groß und heißt es wieder, oh, die Windmühlen von Zion haben uns das angetan und dann machen diese Aktivisten weiter wie eh und je oder sie machen dann gar nichts mehr. So ist es dann. Ähm, hier haben wir noch die Meldung hier auf Info Wars äh, Ru Russlands, Russlands Top Broadcaster hier bei Alex Jones live in der Sendung und sprechen wir den Dritten Weltkrieg. Solovyov. Ich meine, erstens Mal der typischen jüdischen Hintergrund. Trotzdem lieben die Verschwörungsaktivisten den. Ähm, und, und dieser Solovyov, der hängt dann auch mit diesen stinkreichen Typen zusammen. Der ist auch selber stinkreich. Hm. Der weiß, was dieses Solovyov in seinem Privatleben treibt. Was macht Solovyov äh, zum Spaß in seiner Villa? In seinem Keller? Hm? Wir hm. haben keinen Grund, solche, solchen Leuten zu trauen und so ein, so ein Regime zu unterstützen in Russland, wenn die halt in ihrer Freizeit schon so krass abgehen und natürlich dann auch halt in ihrem Imperialismus so krass abgehen. Warum ist Alex Jones so berühmt geworden? Warum wurde Alex Jones ein Star? Tja. Dann hatte ich eben noch, ja, ich hatte natürlich ein paar Sachen gemacht zu dem, ähm, dem Terroranschlag ähm, in Russland. Die Amerikaner haben vorher gewarnt, haben, also die Amerikaner haben vorher öffentlich eine Warnung rausgegeben und gesagt, ja, wir haben halt Informationen, es soll irgendwas passieren, terrormäßig in Russland, äh, irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen. Dann passiert was. Und dann kommen die Deppen und sagen, ah, oh, das war eine, das, das stehen die Amerikaner dahinter, weil die haben das ja irgendwie angekündigt. Um Gottes willen, wie dumm kann man sein? Ja, also das ist, das ist schon Schildbürgerstreich. Also du weißt halt, die die Amerikaner haben halt überall Quellen, die Amerikaner haben die NSA, die kriegen halt immer wieder mal was mit, aber es ist nicht unbedingt spezifisch. Und ähm, die Amerikaner warnen auch alle möglichen anderen Länder ständig. Ich meine, ständig heißt es doch hier in Deutschland und anderswo, ähm, es wurde ein islamistischer Anschlag verhindert. Und irgendwo begraben, tief in einem Artikel heißt es dann, ja, der Tipp kam von einem befreundeten ausländischen Geheimdienst. Soll heißen die Briten, die Franzosen oder die Amerikaner. Und deswegen hatten wir hier keinen Anschlag. Ja. Ähm, das ist erstmal nur das. Das heißt, die Amerikaner haben öffentlich gewarnt, ja. Gibt es eine Bedrohung, äh, die Russen haben das irgendwie nicht verhindern können oder nicht verhindern wollen. Genau wissen wir das nicht. Ähm, die, äh, die, die Russen wollen natürlich die muslimische Welt kontrollieren, so gut sie können. Ja, die Russen haben ja Kontrolle über Iran, ähm, auch über die ganzen Palästinensergruppen, ein paar andere Sachen. Und man wollte halt eben dann jetzt so vier Kriegsfronten aufbauen gegen Israel um die Amerikaner damit reinzuverwickeln, damit die Amerikaner da, da eben beschäftigt sind in der Gegend. Äh, das ist eine. Auf der anderen Seite hast du halt muslimische Länder, die mögen den Iran, mu muslimische Länder, die mögen den Iran nicht und ähm, diese muslimischen Länder sind eher verbündet mit den Briten und den Amerikanern, seit langer Zeit. Äh, und dann hast du jetzt eben diese neue Gruppe da, ISIS-K, diese ISIS-Khorasan-Gruppe, die möchten eben so ein eigenes Empire wieder haben und möchten auf sich aufmerksam machen und äh, sitzen nämlich auch in Afghanistan und so drin. Ja. Kann natürlich theoretisch sein, dass die Amerikaner da ein bisschen was mitgefrickelt haben, ähm, um, den Russen, um den Russen da ein neues Problem zu machen. Also auch in die Richtung ähm, müssen wir natürlich ermitteln. Wäre nicht das erste Mal. Ähm, für die Russen ergibt sich jetzt eben dann die Frage, ja, will Russland ein weiteres Afghanistan-Abenteuer, weil die Russen haben ja schon mal versucht, ähm, Afghanistan zu kontrollieren, also in den 80ern sind sie dann da wieder raus, ähm, weil die Amerikaner eben dann die Mujahideen mit unterstützt hatten. Und es war dann nicht, eben nicht mehr funny. Und wie wollen die Russen hier groß, wie wollen die Russen groß was reißen irgendwie in Afghanistan, in solchen Gebieten, mit konventioneller Kriegsführung? Wenn die Soldaten halt erstmal fehlen, wenn die Waffen leer sind und, und Dings und Bums, ja. Also normalerweise als Supermacht müsste man in der Lage sein, an mehreren Orten gleichzeitig konventionelle Kriegsführung zu betreiben. Die Russen können das im Moment nicht. Ähm, aber ähm, das kann jetzt halt eben dann auch noch so benutzt werden als äh, Recruitment Drive. Wir kündigen das ja auch schon seit Monaten an, dass die Russen halt eben da, äh, hier richtig, den richtig großen Wurf planen, also Massenmobilisierung, aber auch eben aus so Kirgisistan und solchen anderen Ländern. Ja, dass man halt da frische Soldaten kriegt. Es können Soldaten dazukommen aus China. Ja, können Soldaten dazu stoßen aus Nordkorea. Also das kann natürlich dann richtig fett explodieren. Ähm, davor warne ich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Also man kann sich da jetzt bei dem Terroranschlag nicht unbedingt raussuchen, äh, was man jetzt da am liebsten hätte als Szenario und das dann als die Wahrheit betrachten, sondern man muss halt mehrere Szenarien im Blick haben und dann in verschiedene Richtungen ermitteln. Alles andere ist unglaublich dumm und unglaublich. Äh, Amateurhaft, ja. Ich meine, es gibt so viele Leute da draußen, die glauben immer, sie können halt irgendwelche Lügen mitmachen und haben da einen Nutzen draußen, so, aber sie können das gar nicht richtig einschätzen. Und meistens ähm, verursachen sie damit einfach mehr Schaden als irgendwas anderes. Also, gucken wir noch kurz in den Chat. Kurz in den Chat. Ähm. Um hier ist es von Peter im Chat hier arbeitet Alex er allein in den USA würde er in einem größeren zusammengehörigen Umfeld arbeiten ich meine es ist schon so also ich meine ich ich, ich also ich ich treffe auf ich treffe auch immer mehr Leute im amerikanischen Raum immer mehr, immer mehr Amerikaner die wirklich was taugen, die wirklich was können. Ich verstehe mich mit denen auch wunderbar, ich kommuniziere mit denen auch wunderbar und du fühlst dich bei denen einfach mehr aufgehoben und mehr zu Hause. Ähm, das ist halt anders als bei den Deutschen. Ich habe letztens so Clips gesehen auf TikTok, wo dann irgendwie so Auswanderer gemeint haben, also sie kamen aus Amerika, sind eigentlich Amerikaner, und äh, kamen nach Deutschland und leben jetzt schon eine Weile hier und sie hassen Deutschland. Ich sage, das ist so tot, es ist so seelenlos. Es kommt ihnen vor, also da draußen auf der Straße, es kommt ihnen vor wie Silent Hill. Dieses Horrorspiel. Jetzt könnte man sagen, mir kommt es eher so ein bisschen vor wie eine Mischung aus einem David Lynch-Film ähm, und ein paar anderen Sachen. Aber es ist schon echt, ich meine, wir wurden halt systematisch so vernichtet mit so vielen Methoden seit, seit langer, langer Zeit. Äh, das hat natürlich dann natürlich diese Auswirkungen. Und es ist nicht klar, ob das so bei uns reparabel ist. Ähm, die. Ähm, und je mehr ich mit Amerikanern zusammenarbeite, äh, umso mehr spüre ich das natürlich dann auch noch mehr, ähm, als ich das eh schon eben gemerkt habe. Ähm, und ich meine, ich kannte auch früher schon ein paar Amerikaner halt wegen den Militärbasen. Also, das heißt, was ich der eine, äh, den ich so als Teenager gut kannte, ähm, hier Mr. Brighter, sein Vater war halt ein Soldat gewesen, ähm, dann. Ähm, dann jetzt die, die eine Freundin, Freundin von meiner Tochter, die hat einen amerikanischen Vater. Ähm, und du merkst einfach, was für ein Unterschied da ist. Das ist, ich meine, im Grunde genommen, die Amerikaner sind zum Großteil. Die Amerikaner äh, sind zum Großteil ausgewanderte Deutsche. Ähm, aber da drüben war halt lange Zeit eher Ruhe oder halt, es war einfach anders. Die Leute hatten da draußen da drüben eher Platz und die, die, der Staat war nicht so nicht so nah an allen Leuten dran. Und du musstest da halt drüben halt einfach mit Leuten Kontakte knüpfen und halt kommuniz gut kommunizieren und so. Ähm, und das, hier in Deutschland war das halt anders. Also hier in Deutschland, wir sind ja berühmt dafür, dass wir unsere Nachbarn ausspionieren und so. Und das ist einfach über die Jahrhunderte gewachsen. Ja, dass das wir halt niemandem trauen und, und alles so komisch und die Leute reden so komisch und tot miteinander. Ähm, das, das ist hier halt einfach so, leider. Hier heißt es im Chat, in den USA kann er theoretisch aus seiner Garage einen Radio-TV-Sender betreiben. Naja, nee, wie ich ja gesagt habe, also Grundstücke sind da, was weiß ich in North, North Carolina, so in, der, in den Bergen oder so, ähm, Grundstücke sind in North Carolina sportbillig. Also da, da, da sagst du nicht, wie viele Quadratmeter sind das, sondern du sagst, wie viele, wie viele Acres sind das. Also irgendwie die eine Einheit ist irgendwie so 4800 Quadratmeter. Und du kannst natürlich dann, weil die bauen anders als hier, ja. Bei uns ist ja so, ja, wird aus Stein gebaut und die Wände sind so fett und das Dach ist unglaublich massiv wie so ein Bunker. Und da drüben kannst du halt eben dann, was ich findest halt irgendein so Objekt oder sich irgendeine Nähe, halt irgendeine so Lagerhalle oder sowas, und du hast dann genügend Platz. Ja, oder du baust halt irgendwie was an, weil es stört ja niemanden, du hast ja keine Nachbarn. Ist ja vollkommen egal, ob du da noch, eine, noch eine, eine, ein Gebäude hinstellst oder halt noch so eine, so eine Halle hinstellst stört niemanden und dann hast du halt eine Halle ja und die ist halt aus Holz gebaut ne? also aus OSB Platten und, und Latten und äh, so Dachpappe ne oder Blech und dann kannst du da drin halt ein äh, Radio und TV Studio einrichten und ich weiß ja wie das geht ich weiß ja mit welchen ähm, mit welcher Technik man da zurechtkommt und wie man das halt ähm, wie man da die maximale Qualität rauszieht aus Equipment ob das jetzt altes gebrauchtes Equipment ist oder neues ist vollkommen egal das geht schon also, du brauchst da, wir brauchen da, also ich, äh, Nyquist oder ich, wir brauchen da keine, wir, wir brauchen da keine, keine Millionen, die in uns da irgendwo äh, zugeschoben werden, ja, sondern das ist, wir können da Berge versetzen, ja, mit, mit deutlich weniger. Ähm Dann heißt es hier noch, ähm, Heißt es noch im Chat von Lamarx? Solojew war bei Jones, muss ich sehen. Ja, ist immer super eklig. Also wenn Solowjov irgendwie bei Jones in der Sendung ist oder Alex Jones ist bei Solow in der Sendung. Ich meine, Jones bettelt ja förmlich da um Asyl und bekam ja Asyl schon praktisch angeboten. Und Solow meinte dann schon zu Alex Jones, du siehst ja aus wie ein Russe. Du siehst sogar aus wie ein Russe. Du bist einer von uns. Komm doch zu uns rüber. Hier ja, ist es im Chat noch, gibt es auch gegenteilige Meinungen, gibt es auch Amis, die Deutschland lieben? Ähm. Also die eine Person hatte auf TikTok zum Beispiel ein virales Video. Es war so eine Frau, die hat dann gemeint, ähm, also sie ist Amerikanerin und sie hat halt hier in Deutschland, also sie war halt irgendwie mal in Deutschland und hat hier einen Traummann kennengelernt. Also ich meine, das ist so der, der tollste Mann, mit dem möchte sie eine Familie haben und Kinder und alles drum und dran. Aber ähm, ihr Mann ist halt hier in dieser einen Stadt, ich glaube in Ruhrpott oder was, ist da an diese Stadt gebunden, weil er halt in der Firma arbeitet, die, er, die von seiner Familie stammt. Firma, die er jetzt irgendwie dann übernimmt und so. Und der, der, der ist da völlig festgenagelt. Also der kann nicht oder will nicht in die USA gehen, sondern das ist, die, die müssen dann, für, bis sie tot umfallen, müssen sie dann in der Stadt, in der Gegend hier in Deutschland wohnen. Und sie fragte dann, sie, sie klagte dann auf, auf Social Media so ihr Leid und fragt dann so die Welt, was soll sie machen? Soll sie. Ihren Traummann, ihren, ihren Traummann irgendwie da behalten und dann für immer hier unglücklich sein ähm, oder nicht. Und dann bekam sie halt Feedback und dann hat sie dann irgendwie noch ein Video nachgeschoben, hat dann so Statistiken und irgendjemand hat ihr so Statistiken zugeschickt, Studien von Auswanderern, also amerikanischen Auswanderern. Welches sind die unbeliebtesten Länder? Und eines von den top unbeliebtesten Ländern von denen war Deutschland. Ich meine, es sollte eigentlich ein lösbares Problem sein, ja? dass, dass halt ähm, wir Deutschen uns da weiterentwickeln, dass wir halt einfach, ähm, dass wir uns halt dann irgendwie lösen von dieser ganzen Programmierung und so und, äh, und so weiter. Aber das findet halt bisher noch nicht wirklich statt. Äh, und, ähm, und das merken halt die Amerikaner hier stärker als wir das hier selber oftmals merken. Ja, und sie sehr ja das halt eben hier verglichen, die Städte hier da, wo sie halt wohnt. Die Stadt wirkt wie das Horrorspiel Silent Hill. Und sie hat dann Fotos verglichen von Silent Hill mit den Straßen hier und es sieht wirklich exakt gleich aus. Ja, und äh, das ist halt so die... Ähm, das ist halt so die Situation. Hier heißt es noch im Chat von Mare, glaubst du nicht, dass die USA bald auch untergehen nach der EU, aber der Dollar wird ja nicht unbedingt die mehr die Weltreservewährung sein. Ähm, also ich wäre vorsichtig mit, ähm, mit diesen wirtschaftlichen ähm, Einschätzungen, weil die systemrelevanten Banken oder Hedgefonds ähm, und die Industrien, die haben, die sitzen auf so viel Geld. Und die Hälfte von allem, was irgendwie an, an Assets rumfleucht, ähm, das liegt sowieso offshore. Das sind die, das sind die ganzen Mini-Inselstaaten, die unter der britischen Krone stehen. Also die also hier die, die Inseln und jene Inseln und die Inseln und jene Inseln. Also gibt es irgendwie so eine Insel, die hat 25.000 Einwohner und da sind ähm, und da sind 800.000 Firmen gelistet. Ja und die Hälfte von dem ganzen Geld, was da rumfließt, fließt oder wird gebunkert in diesen Steuerparadiesen. Und das untersteht alles der britischen Krone und das Zentrum ist die City of London. Um, das heißt, die, die, Amerikaner, die Amerikaner können da immer, wenn sie wollen, halt eben ihr System stabilisieren. Sie können halt Crashes kontrollieren, also kontrollierte, ähm, kontrollierte Crashes natürlich dann haben. Ich meine, das merkt man jetzt auch so ein bisschen in Slow Motion mit den explodierenden Mieten und Hauspreisen in Amerika und so. Um, also wenn du jetzt halt so ein Durchschnittshaus dir finanzieren willst in Amerika, das Durchschnittshaus kostet irgendwie 400.000 Dollar dann brauchst du da irgendwie 4.500, müsstest du 4.500 Dollar im Monat bezahlen. Oder mehr. Ja, mit Gebührenversicherung und so. Ähm, ist inzwischen ja auch ähnlich hier. Also bei uns sind die Durchschnittshäuser oftmals teurer, also viele sind eher so 500, 600.000. Äh, und, ähm, und da sind wir inzwischen auch so weit, dass... Äh, was, war's letzt, was war so eine Beispielrechnung? Also, irgendwie so ein Pärchen müsste ein gemeinsames Einkommen haben von, äh, was war es, 9000 netto oder was? Irgend so eine abstruse Zahl, um überhaupt noch einen Hauskredit zu kriegen für sowas. Also, man sieht halt schon, es geht eher in Richtung Leibeigenschaft. Ja, Die, die neue Mittelschicht ist jetzt halt, äh, lebt jetzt auch nicht toll, aber es ist halt alles super teuer und privilegiert. Und du musst halt immer krasse arbeiten und so, um da überhaupt äh, teil zu sein davon. Ähm, aber insgesamt, die Amerikaner sind die, das, das, die Amerikaner sind das cleverste Imperium aller Zeiten, das es jemals gegeben hat auf der Welt. Äh, und die haben alle Zahlen im Blick, die wissen genau, was sie machen. Und sie hätten schon längst, wenn sie wollten, hätten sie auch so eine Boomphase auslösen können, weißt du, oder hier und da. Ähm, also, dieser leicht und also dieser, äh, super leicht und angenehm wird es natürlich äh, nicht werden in Amerika, auch in der Zukunft. Aber es gibt viel Industrie, die jetzt wieder aufgebaut wird in Amerika. Es gibt viel Industrie, die heimkehrt nach Amerika. Ich sage ja, wenn die wollen, können die einen Boom auslösen oder so einen Mini-Boom auslösen. Und dann wieder sagen, wir sind die legitime Weltmacht. Die Russen, die Russen können das nicht, die Chinesen können das auch nicht. Ja, äh, Das ist schon mal das eine. Und ähm, ja, ansonsten. Das ist halt die Frage, willst du hier versauern oder willst du da drüben sein? Und da muss ich sagen, da bin ich lieber da drüben. Äh, hier ist noch die Frage, wie ist, wie ist das Feedback zu den Büchern in den USA? Das, ähm, das Feedback ist sehr positiv, also ähm, ist sehr integriert mit der Sendung. Das heißt, ähm, äh, immer mehr Leute, die halt sagen: Holy Crap, also es, es, ist, es gibt nichts anderes wie das. Also es ist so steht halt wirklich hervor, ja, ähm, und ähm, die Bücher sind dann natürlich noch mal ausführlicher als die Sendungen gehen natürlich noch mal mehr in die Tiefe und so. Ähm, und ich promote das ja jetzt nicht nur praktisch via Amazon, äh, Amazon Kindle und habe die Verfügbarkeit und bewerbe das jetzt halt in meinen Videos und so auf Social Media, sondern ich, ich pitche das Ganze natürlich noch an alle möglichen Literary Agencies. Das heißt, äh, du kannst ja nicht mehr einen Verlag kontaktieren mit dem Buch, sondern du musst eine Agency finden. Und du haust halt eben dann unzählige E-Mails raus mit deinem Pitch äh, für das eine Buch, für das andere Buch und du kontaktierst damit diese Literary Agencies. Ja? Und wenn halt eben dann eine anbeißt, vermitteln die dich halt an irgendeinen so größeren Verlag und der sich also bringt dann das Buch halt raus äh, und dann kriegst du halt wieder mal was ins Rollen oder dann kriegst du das hier ins Rollen oder wie auch immer äh, und knüpfst da einfach mehr und mehr Kontakte. Also ist, wie gesagt, wir brauchen grau, genau jetzt brauchen wir eigentlich dringend halt eben solche Experten. Aber diese Art von Experten sind unglaublich selten. Ich meine, ich muss mich, ich meine, teilweise bin ich mir überrascht, ähm, wie wenig Leute da draußen wissen über bestimmte Themen. Und dann denkst du, oh, ich habe wieder ganz vergessen. Das wurde so in den letzten 20, 30 Jahren nirgendwo groß behandelt. Also musst du davon ausgehen, die Leute sind blank. Da musst du erst noch wieder anfangen bei irgendwie so den Basics und dann dich erstmal vorhangeln zu irgendwelchen komplizierteren Sachen. Ja, aber das, wie gesagt, läuft jetzt halt einfach Schritt ähm, läuft da einfach Schritt für Schritt äh, hier ab. Und manches läuft auf Autopilot. Also ich muss halt, ähm, ich muss niemanden individuell beliefern mit diesen, mit diesen Amazon, Amazon Kindle e books Ja, sondern du bietest da einfach die Bücher an du hast sie da im System drin, du bewirbst die und dann wird es einfach dann gekauft und Leute werden beliefert und ich habe damit keine extra Arbeit. er ist nicht so wie jetzt halt im Recenter-Shop, wo wir dann jedes physische Buch halt eben dann ähm, also wir müssen das drucken lassen, wir müssen das halt dann äh, verpacken, frankieren, an die Leute schicken, äh, müssen die Audiobücher halt eben dann verschicken und so weiter und so fort oder andere physische Sachen verschicken, das habe ich jetzt so mit den amerikanischen äh, Kindle-Büchern nicht, das läuft praktisch auf ähm, auf Autopilot, genauso wie halt eben hier so diese äh, Mechanismen von YouTube oder halt auch Patreon. Ähm. Äh, dann das nächste ist halt eben auch ähm, Podcast. Also du, kann, du hast ja eine Podcast-Funktion bei YouTube, man kann jetzt dann praktisch Videos aus einer Reihe zusammenfassen zu einer Podcast-Playlist. Ähm, dann brauchen wir also halt ein RSS-Feed und dann ähm, pumpe ich quasi dann automatisch die, die Tondatei an alle möglichen Podcast-Plattformen und so weiter und so weiter. So läuft das Ganze dann. Also, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Schauen Sie rein unter shop.recenter.com. Alles Mögliche finden Sie dort für Ihre persönliche Sicherheit, für Ihren Alltag. Und schauen Sie rein auf Amazon, Amazon.de. Suchen Sie da einfach unter Bücher nach Alexander Behnisch. Finden da eigentlich zwischen alle oder fast alle meiner Bücher als Kindle in den neuesten Versionen. Die neuesten Versionen gibt es auch als Print bei uns. Und ähm, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie einfach oder rufen Sie uns an. Äh, ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.